Das Leben, das man erlebt, reduziert sich auf eine ganz kleine Erkenntnis, auf die Erkenntnis, dass du mal, was bin ich selbst und was sind meine Informationen? Und dieser Gedanke an sich selbst, das ist eigentlich schon das Verrückte, erzeugt eine Information. Darum ist es ganz wichtig, zuerst einmal zu erkennen, was ist jetzt da. Das ist ein Akt des Bewusstseins. Und dann kann ich beobachten, was meine zwanghafte Reaktion daraus macht. Und das ist das ständige Umformen meiner Information, das an mir als Beobachter meine Informationen überhaupt nichts verändert. Du glitschst immer wieder weg in deinem Alltag. Du willst dich informieren, dann gehst du ins Internet, dann hörst du das Geschwätz von anderen und dann landest du von einer logischen Konstruktion in die nächste. Man muss sich irgendwann einmal fragen, was ist da in mir drin, dass ich das nicht akzeptieren will. Das ist dieser ganz tief im tiefsten Innern der Glaube, ich bin dieser Körper. Und ich kann nicht oft genug sagen, der nur existiert, wenn du an ihn denkst. Und das ist das Erste, was du opfern musst. Und da merkst du jetzt auch zum Beispiel jetzt, aktuell mit Corona, dass du wirklich hier trennen kannst, die Menschen, die gegen Corona sind, die sagen, das ist eine Lüge. Und da habe ich eine schöne Geschichte. Kalkofe, einmal eine raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte hier bei Kalkofes Geschichten auf ProSieben, ist ja jetzt am Karfreitag, ist wieder so Aufzeichnung gekommen. Und das Prinzip bei Kalkofe ist ja, dass er entweder YouTubes nimmt oder Fernsehberichte nimmt und spielt es dann nach in einer satirischen Form. Und das sind also zwei Frauen, die werden interviewt im Fernsehen in irgendeiner Sendung oder ist gleichgültig. Zwei Pixelmännchen, wenn du das anschaust. Und da geht es um Verschwörungstheoretiker und dann ist natürlich nur, das ist ja alles Lüge und die Presse belügt uns und die Politiker lassen sich ja nur von der Pharmaindustrie schmieren und das ist alles Lüge, ist alles gelogen und dann labert die andere wieder rein, dass das Lüge ist und dass das Lüge ist und dann ist es weg und dann kommt der Kalkofe ja in der Verkleidung dieser zwei Frauen und überzeichnet es dann sprachlich, dass alles Lüge ist und dann kommt ein ganz toller Satz und es ist ja alles Lüge, es gibt da außen nichts, es gibt ja nicht einmal mich, ich träume mich ja bloß. Und jetzt kommen immer diese zwei Seiten. Was jetzt ironisch gemeint ist, ist eigentlich die Wirklichkeit. Man muss bloß wissen, was ein träumender Geist ist. Und du wirst merken, dass es für die ganzen Probleme der Menschheit so unendlich leichte Lösungswege gibt. Das beginnt schon, dass ich mir jetzt erst einmal genau mache, was ist die Menschheit jetzt? Für Gedanke. in dem Moment eigentlich nur ein Geräusch aus einem Lautsprecher, der komischerweise auch nicht existiert hat, bevor du ihn nicht denkst. Dieser ständige Wechsel von Gedanken ist das Prinzip, das in allen heiligen Schriften und in den Physikbüchern beschrieben wird. Was man aber nicht wahrhaben will und was ist die Ursache, dass ich das nicht wahrhaben will? Ich habe im letzten Selbstgespräch, und wenn ich sage im letzten, ich meine das immer jetzt, ich meine das in einer gewissen Hierarchie, die nichts mit einer Chronologie zu tun hat. Und da schauen wir uns jetzt ganz kurz einmal. So, wenn ich, bevor ich da weitermache, auch immer, wenn ich jetzt auch die Deppenphysiker, ich sage auch der Deppenmotor, es sind Gedanken, Idioten, Idiota heißt einfacher Mensch. Und der Mensch als Enusch ist halt schlichtweg was Erschaffenes. Da steckt das Wort Affe schon mit drin. Und man muss irgendwann nochmal wissen, wo kommen die Affen her, die ich mir ausdenke. Die kommen aus mir selbst und die verlassen mich selbst eigentlich nicht. Die kommen aus dem absoluten Mittelpunkt, den wir jetzt einmal Alleswissen nennen, das zwangsläufig dann Nichtwissen ist. Weil alles und nichts ist dasselbe. Das ist Allah. Da kommt das Wort Allah her. Eine Implosion und eine Explosion bis ins Extrem. Und wenn ich das zu akzeptieren anfange, dann öffnest du dich, dass ich dir Wunder einfallen lassen. Und ich habe im letzten Selbstgespräch schon gesagt, gerade wenn du jetzt lesen tust, diese Selbstbeobachtung, was existiert eigentlich? Zuerst einmal nur die Geräusche, die ich selber spreche, wenn ich lese. Ich muss mir dazu natürlich irgend in mein Bewusstsein zuerst einmal irgendeine Schrift reindenken. Und dann haben wir die zwei Seiten. Aus dem absoluten Mittelpunkt entspringt zuerst einmal ein Innerhalb. Und dann kann ich dieses Innerhalb, was ich innerhalb von mir aufbaue, kann ich mir dann auch ausdenken. Dann entsteht das Innerhalb und das Außerhalb, wobei sich letztendlich alles in dem absoluten Mittelpunkt abspielt.
Das ist dann deine Information, das ist eine Form, die in dir drin ist, Vorsilbe in für innen. Und die andere Seite, immer wieder die zwei Seiten, das Gegenteil, in als Verneinung, die keine Form ist. Genau. Mhm. Dann siehst du ja eigentlich nichts. Und da wirst du irgendwann einmal, wenn dich das interessiert, verstehen, wieso unsere Spiegeltetraederstruktur 2 auf dem Kopf stehen, gespiegelte Bilder aus diesem Mittelpunkt heraus, dieses Tetraeder auf dem Kopf stehen und Minus mal auf dem Kopf stehen und Minus hebt sich in sich selbst vollkommen auf und fällt dann in dieses Minus mal Minus, das Plus, in diese große Verbindung rein. Genau. Das ist jetzt eine arithmetische Beschreibung. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar kleine Sachen an und nachher drehen wir einfach die Perspektiven. Das sind diese materialistischen Dogmen und immer daran denken, egal was du dir zurzeit ausdenkst, das baut auf deinem Intellekt auf, den du zum Denken benutzt. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist das, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und das Einzige, was zurzeit wirklich ausschlaggebend ist, es sind deine Reaktionen auf die Reizauslöser, die ich dir einspiele. So, dann machen wir den jetzt mal. Und ich habe da so schön diese kleine Serie, wo es hier gibt, 100 Sekunden Physik. Ja. Wenn man sich jetzt anschaut, da gibt es ja eine ganze Haufen, da sind jetzt aber neue dazugekommen. Das ist klassisch aufgebaute materialistische Logik. Und das ist natürlich, wie alle Sachen, zuerst einmal extrem voller Fehler. Und wir hören uns jetzt einmal in diesen 100 Sekunden kurz an, warum die Zeit rückwärts läuft. Gestern, heute und morgen. Eine Welt ohne Zeit ist für uns nicht vorstellbar. So, das ist Zeit, ist natürlich so eine Sache. Eine Welt ohne Zeit ist für uns nicht vorstellbar. Das ist schon mal wieder in einem gewissen Maße richtig und verkehrt gleichzeitig, weil hier wird jetzt schon wieder was Schönes, 11, 12, 13 aufgezählt. Wenn ich jetzt noch hebräische Zeichen einsetze, das ist halt die Fahrersprache, spricht zu dir im Hintergrund ständig mit, 11 ist AI. Das ist zuerst einmal unser Nichts. Unser Wo, da sind wir drauf eingegangen. Die 12 ist Bi. Das ist in mir, das hebräische Wort in mir. Und die 13 wissen wir, wenn wir die 13 einsetzen, das ist erst einmal die Grundlautix für Echad, das ist 1 für die Liebe und für die Heilung. Gibt natürlich auch Negativwerte dazu. Das heißt, in mir ist die Liebe, in mir ist der eine, in mir ist die Heilung, das ist die 13. Die 12. Ich kann jetzt auch 1, 2 lesen, das ist immer der große Trick, weil da steht jetzt erst einmal 1, 2, wieso muss ich jetzt 12 lösen? Ich kann das auch 1, 2 lesen, dann heißt es der Vater. Der Schöpfergott in mir ist der Vater, ab, der aufblüht, auf, und dann wird aus dem einen wird unser D-Rei, unser geöffneter Spiegel. Bist du dabei? Ja, natürlich, wunderbar. Natürlich. Natürlich, natürlich. Und jetzt ist es die Zeit, ohne die nichts vorstellbar ist. Das ist jetzt erst einmal die Sache, Zeit ist et. Das ist ja die Vatersprache, Deutsch, Deus Ivri, göttlich Ivri ist eigentlich, das ist zuerst einmal eine augenblickliche Erscheinung. Das sind unsere Einzelbilder, die jetzt auftauchen. Wir können natürlich hier definitiv feststellen, ich betone immer wieder, dass es im Hebräischen verschiedene Wörter für Zeit gibt, wenn wir mal schauen, was heißt alles Zeit. Da müsste man zuerst einmal sich die Zeit vertreiben. Das ist jetzt, wir nehmen mal ein fester Zeitpunkt. Das sind jetzt Worte, wo Zeit mit vorkommt. Aber B-Ed, das ist jetzt eigentlich genau genommen, heißt es in der Zeit. Das wird also zur Zeit, das ist jetzt hier krankhafte Angst und Phobie. Ein Aufschrecken. Du merkst, auf Schinner logisch berechnete Ecken. Mhm. Das ist das, das sind deine Momente, die du aus dir heraus generierst. Wobei das Schor wiederum, das führt uns zum Lied. Wenn wir ganz kurz einmal diese logischen Berechnungen blau gelesen, das ist auch der Fürst. Da wirst jetzt den Fürst, der Führer, das ist übrigens auch die etymologische Lage, das Wort etymologisch kommt auch von Frau. Das Geheimnis, jetzt haben wir den Nabel, den Nebel, den Schuft, den Schurken.
Kannst dich erinnern? Ich kann jetzt nicht jedes Mal reinspringen, das muss man nicht wissen. Ich würde dir nur zeigen, dass da im Hintergrund wirklich eine absolute Harmonie herrscht, wenn man dieses System verstanden hat. Und das wird, je nachdem, wie du das aussprichst, ist also hier jetzt erst einmal hier dieser Führer, der Anführer. Und wir haben ja Erschin-Ecken, dieses Erschrecken der Zeit. Da haben wir die logisch berechneten Ecken. Der, der es berechnet, das ist der feste Führer. Und der macht seine eigene Verwirrung. Durch das Erschrecken, wenn du erschreckst, bist du verwirrt. Und darum sind diese kleinen Sätze, solange ich ewiger Geist glaube, ich sei nur ein sterblicher Primat. Pri ist übrigens die Frucht. Ja. Mhm. Eine gestaltgewonnene Erscheinung und im Devisme ist tot. Die Frucht von so vielen, kann ich lesen. Die Frucht von so vielen, von gestaltgewordenen Erscheinungen, eine tote Frucht, Pri, da steht jetzt das. Das heißt, so viele Früchte, ich bin eigentlich so viele Früchte, meine Gedanken sind in einem gewissen Sinne meine Früchte, die an mir dranhängen. Weil ohne mich gibt es ja die Gedanken nicht. Ja. Ich bin der W-Einstock. Doppelt aufgespanntes, nicht existierendes. W, doppelt aufgespanntes Ain. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Zurückkehrende polare Existenzen. Wenn ich Re-Englisch lese. Ja. Das sind auch die Freunde. Wir können ja das Re-R, diese Spiegelung ist wichtig. Aber wenn du jetzt plötzlich dieses Deutsch benutzt, ich bin der W-Einstock. Schau das kleine Bild, doppelt aufgespannt. Ein ist eigentlich nicht existieren, weil plus 5, minus 5 immer wieder Wellenberg und Wellendoll zusammen ist ja nichts. Ja. Und ihr seid die Reben. Interessant. Und da hängen dann wieder die DR-Augen, die Trauben dran, aber DR heißt eine Reihe von Schöpfungen von aufgespannten Polaritäten, von Beschwörungen. Das ist das, was ihr euch dann ausdenkt. Also gut, du merkst, ein bisschen in die Sprache hineingehen, iteriert sich hier der Sinn aus. Ein durch Zufall entstandenes sterbliches Säugetier, solange ich Geist zwangsläufig nicht mitkomme. Ich bin immer dort und das und was ich jetzt zu sein glaube. Ich bin ein geöffneter Ort. Ich kann auch das eine erweckte Erscheinung, wenn ich an mich denke. Und ich bin das und was ich zu sein glaube. Und was glaube ich, was ich bin? Von dem roten Ich Bin hat keiner was verstanden. Rot geschrieben. Zurzeit bin ich, rot geschrieben, ein Gefangener in meinem eigenen Traum. Das ist aber das blaue Ich. Ein Flüchtling aus Zeit und Raum kommt zu Gott heim, El Hayom, und wird dort ewig immer hier und jetzt sein. Dann haben wir die richtige Zeit, das sind so Variationen. Und dann haben wir natürlich die Generation, wo jetzt die Zeit als Rückübersetzung mit drin ist, wenn das generiert. Jetzt kommen wir natürlich schon in das chronologische Denken. Und dann haben wir ein nächstes Wort, das ist auch wieder so ein Wort, der Samen. Dieser Samen, eine selektive Gestalt gewordene Existenz. Interessant, dass dasselbe Wort hast, ein Einberufen, ein Vorladen und Zusammenbringen. Scheint sich im ersten Moment zu widersprechen, aber ich werde irgendwann einmal merken, wenn ich die Vorsilbe vor, bistabil, dieses V, or, das heißt bistabil erweckt. Das ist wie ver. Verbinde ich was oder verstreue ich was? La, denn. Auseinandergeschmissene, geöffnete Existenz, das ist mein Urteil und das muss ich wieder zusammenbringen. Und dann hat sich das Ganze. In der Quintessenz. Innen und außen. Plus, minus. Jo. Äußere Wert, die Geburt einer Selektion, 97. Das reicht, wenn ich rot-blau lesen kann, die Geburt einer Selektion, der Totalwert. Und du dich einmal loslösen. Ich habe in der Mitte hier die rote 4, kann ich jetzt da reinsetzen. Das hast geschlossen und dann habe ich zwei Facetten rechts und links stehen, immer innen und außen. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Dann haben wir hier Koll. Dieses Koll heißt ja das Weltliche, das sich öffnet in dir. Das heißt auch rückübersetzt Zeit, weil Zeit ist eine augenblickliche Erscheinung. Und da haben wir jetzt unser WLD, doppelt aufgespanntes polare Rand. Und dieser polare Rand, der ständig sich wechselt, ist es in einem gewissen Maß auch eine Form von Zeit.
Darum sind es in den Rückübersetzungen, hängt es mit drin. Dann haben wir zur Zeit, das heißt eigentlich wie Zeit, wie die Zeit, und die Zeit ist immer jetzt, sofort, sub. Immer in diesen Endpunkt, aus dem das entspringt. Und so weiter und so weiter. Und jetzt schauen wir mal hier diese Zeit, wo hier bewahrt, warum die Zeit nicht rückwärts läuft. Du wirst merken, das ist schon wieder einseitige Aussage, Kategorie 2. Ist allgegenwärtig und beschreibt die Abfolge. Die Zeit ist all, das ist immer so ein Wischiwaschi. Man muss nur die Worte wortwörtlich nehmen. Aber lass dich mal überraschen, was jetzt passiert. Morgen. Eine Welt ohne Zeit ist für uns nicht vorstellbar. Sie ist allgegenwärtig und beschreibt... Wenn ich mir was vorstelle, wenn ich mir was ausdenke, dann habe ich eine augenblickliche Erscheinung. Darum ist das urhebräische Wort von Zeit ist 70-400 eine augenblickliche Erscheinung. Das heißt, in dem Moment, wo ich das nicht mache, ist es praktisch nicht vorstellbar. Ich muss bloß wissen, dass jeder Gedanke, den ich mir ausdenke, immer an unsere Einzelbilder denken, es ist ja gequandelt, ist eine Vorstellung. Etwas, was ich aus mir herausdenke, in zwei Stufen. Zuerst aus den absoluten, aus der absoluten Einheit in mich hinein als Information. Das ist ein Herausdenken aus der Eins in dieses Aufgespannte. Und dann kann ich das dann zusätzlich noch auf die Verabredung holen, wo ich es mir dann noch außerhalb von mir denke. Darum ist das Innerhalb und das Außerhalb gehört untrebar zusammen. Die Abfolge von Ereignissen, die aus der Vergangenheit über die Gegenwart zur Zukunft führen. Dabei sind Vergangenheit und Zukunft so unterschiedlich. Vergangenes ist Geschichte, Zukunft führen. Das ist jetzt genau unser Spiel, wo ich immer wieder sage, alles befindet sich im Vorder, 1, 2, in dem blüht was auf. Das, was ich jetzt einmal Vergangenheit nenne, AI, der Schöpfergott, ist eigentlich was Nicht-Existierendes. Das ist das Innere in der 12. Und die 13, die D3, die mir uns der geöffnete Spiegel, den wir uns ausdenken, der Spiegeltunnel in diese Richtung, ist auch in der 12 in dem Vorder, der aufblüht. Stimmt oder stimmt? Und jetzt wird es interessant, wenn wir das jetzt zusammenzählen, kriegen wir 36. 10, 10, 10, 1, 2, 3. Und 36, das steckt in der Grundform. Um das einmal klar zu machen, in der 10er-Ebene, wenn wir das mal 10 nehmen, die 360 Grad vom Einheitskreis. Das wird Physik in den Formeln, ich zeige dir das, du kannst das alles umrechnen. Aber jetzt haben wir unser Spiel von der Vergangenheit in die Zukunft und wir drehen das ja in die Transversale. Schauen wir mal weiter, was weiter erklärt wird. Materialistisch logisch. Dabei sind Vergangenheit und Zukunft so unterschiedlich. Vergangenes ist geschehen, während Zukünftiges erst geschehen wird. Das heißt eigentlich genau genommen, die Vergangenheit gibt es nicht mehr und die Zukunft ist noch nicht. Aber beides ist doch jetzt nur ein Gedanke. Das sind doch nur Worte, die Vorstellungen in uns auslösen. Die Vergangenheit hat Einfluss auf die Zukunft und nicht umgekehrt. Das ist der erste große Fehler. Die Vergangenheit hat Einfluss auf die Zukunft, aber nicht umgekehrt, heißt es. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, das zwingt mir meine jetzige Logik auf. Und jetzt schau mal, wo hier das Kreuz ist. Das ist jetzt. Jetzt ist weder Vergangenheit noch Zukunft als Ding an sich. Aber ich kann mir nur jetzt eine Vergangenheit denken und ich kann mir nur jetzt eine Zukunft denken. Wenn ich jetzt die Vergangenheit, das ist immer, was ich sage, das Wissen, das ich in mir trage, das ich mir angeblich in der Vergangenheit angeeignet habe, mein Schwamminhalt. Und ich betone ja immer wieder, dass dieses Schwammbeispiel, der Schwamminhalt, den du in dir trägst, du hast dich im Laufe deines Lebens wie ein Schwamm vollgesogen, das ist dein intellektuelles Wissen, aus der Umgebung, in der du aufgewachsen bist. Das ist jetzt eine raumzeitliche Vorstellung und eine raumzeitliche Metapher. Wenn ich jetzt aber sage, du bist ein Computer, der noch kein Programm, keine Daten, kein Betriebssystem hat und du kriegst jetzt auf einmal, kriegst du deine Daten und deine Software und dein Betriebssystem. Das ist auf einmal da im Jetzt. Dann ist dieses Wissen, das du in dir trägst, ist ja symbolisch deine Vergangenheit. Und jetzt ist es, dass du aus diesem Wissen, wenn wir das in die Transversale drehen, sage ich, mit diesem Wissen, das du momentan in dir greifst, wo du aber nicht tief genug hineingehst, wenn wir hier jetzt einmal die Transversale uns vorstellen, mach das mal ein bisschen größer, wenn wir hier die Transversale uns vorstellen, diese Vertikalachse, sage ich, das ist der Bildschirm. Und unter dem Bildschirm, was auf dem Bild ist, kommt zuerst einmal der Arbeitsspeicher, was du im Arbeitsspeicher hast. Das wiederum ist nur eine Facette aus der Festplatte und noch tiefer geht es dann, was ich mir Internet nenne. Das ist in einem gewissen Maß wie eine Pyramide, die sich aufspannt. Und da ich jetzt nur mit einem sehr begrenzten Wissen in meinem Arbeitsspeicher arbeiten tue,
rechne ich mir aus dem, was jetzt ist, rechne ich automatisch immer die nächsten Bilder aus. Ich erschaffe mit der Vergangenheit, die aber jetzt in mir ist, die ich greifen kann, meine vorgestellte Zukunft. Mhm. Es ist aber umgekehrt genauso. Jetzt brauchen wir ein Spiegelbild dazu. Ich kann doch, und die Zukunft, ich muss mir jetzt die Vergangenheit, sagst du mal, unter mich ins Jetzt denken. Aber ist es nicht umgekehrt, dass die Zukunft, das, was ich dir jetzt erzähle, wenn ich die jetzt setze, mache ich mit der Zukunft mir die passende Vergangenheit. Ich kann mich ja nur zum Beispiel in die Vergangenheit als Säugling denken, weil ich jetzt ein Erwachsener bin. Ja. Ich kann das doch genauso spiegeln. Das heißt, das Wissen, dass ich definitiv zum Beispiel jetzt irgendwelchen vergangenen Wissenschaftlern oder Philosophen zuspreche, die ich mir jetzt denke, die kann ich ja bloß jetzt aus der Zukunft mir in die Vergangenheit denken. Weil alles, was ich mir jetzt gedacht wird, immer jetzt, was ich mir jetzt in die Vergangenheit denke, kommt genau genommen aus der Zukunft. Ja. Die auch jetzt ist. Ja. Ich muss jetzt nur wissen, dass jetzt weder Zukunft noch Vergangenheit ist, sondern dass genau genommen das immer ausgetauscht werden kann. Das ist wie Plus Minus. Und das verstehst du, wenn du zuerst einmal begreifst, dass oben und unten diese Polarität, schau mal das kleine Bild an, wenn ich hier sage, hier ist oben und hier ist unten, das ist eine Polarität. Kann ich mich nicht an den äußeren Rand setzen, setze ich mich nämlich hier nach unten, dann gibt es für mich bloß oben. Und ich meine, das ist es schon, obwohl wenn ich das spiegel, merke ich plötzlich, dass ja noch ein tieferes gibt und dann bin ich zwangsläufig oben. Ja. Setze ich mich aber nach oben, okay, ja. Und ich denke mich nach unten, gibt es hinter mir eine Rückseite, die dann noch höher ist. Das ist das Spiel, wo ich irgendwann einmal verstehen muss. Das heißt, ich kann nicht sagen, hier die Vergangenheit bestimmt die Zukunft. Das ist, wenn ich diese Art zu denken benutze, dass ich nur so denke, wie mir eben chronologisch denkt. Ja. Oder anders ausgedrückt, Wirkungen folgen stets auf Ursachen. Der Materialismus aufgrund dieser Dogmen, das sind geistlos nachgeäffte Dogmen, die Kausalität auf den Kopf stellt. Das ist das Klingelingeling-Beispiel. Kann zum Beispiel nicht durch einen Regenschauer nass geworden sein, bevor es überhaupt angefangen hat zu regnen. Das ist das große Problem, das ist unheimlich logisch für den, der diese Logik zum Denken benutzt. Es kann mein Telefon ja nicht klingeln, wenn mich keiner anruft. Also mein Telefon klingelt, weil da außen einer ist, der mich anruft. Das ist unheimlich logisch, bloß du kannst es nicht überprüfen. Jetzt gespiegelt sieht es so aus, weil das Telefon klingelt, denke ich an das Telefon. Das heißt, dieses Geräusch klingelingeling erschafft immer in dem Kopf, wenn ich träume, ein Telefon, weil ich zwanghaft auf dieses Geräusch reagiere. Das kann ich aber überprüfen. Ich betone immer wieder, ich bin der Erste. Alles, was ich dir im Wesentlichen zuerst einmal versuche beizubringen, mitzuteilen, kannst du sofort auf der Stelle, jeder 13-jährige Brösel, normal gedacht, kann das sofort nachvollziehen. Du gehst spazieren und du hörst zwitschern und du denkst an einen Vogel. Du hörst ein anderes Geräusch und du denkst an ein Auto oder an ein Rasenmäher. Oder du denkst an eine Kirchenglocke. Das heißt, diese Umformung deiner Information wird ausgelöst durch diese Geräusche, die wiederum nur eine sinnlich wahrgenommene Form von Worten ist. Mhm. Denk an die Comicsprache. Ja. Und jetzt, ich rede immer mit einem Geist. Ich rede mit einem Geist. Das ist das. Es geht wirklich darum, du musst an deinem Leben nichts verändern. Ich betone das immer wieder. Die Veränderung besteht darin, dass du zu einem absoluten, wertfreien Beobachter deiner Informationen wirst und jetzt beobachtest, was die Ursache ist, dass sich deine Information, ich sage immer die 200 Gramm rote Gnede, die du selbst bist, dass du dich ständig umformst. Von Augenblick zu Augenblick. Genau genommen bist du ein Odo. Sagt dir der Odo was? Na klar, freilich. Der Odo ist der Formwandler, den habe ich schon gebracht. Auch die Science-Fiction-Filme, die Science-Fiction-Serien kommen aus dir. Die sind aus demselben Ursprung von Ich, UB mit der Vatersprache erzeugt. In einer märchenhaften Geschichte. Ja. In anderen Formen nennt man das die sogenannten Kameloiden.
Das ist auch schon mal ist auch nichts anderes. Ja. So viele Tausende von Formen. Wenn ich sage, ich war der Einstein, ich war der Jesus, das sind Rollen, die ich gespielt habe, anhand von Programmen, von Lebensgeschichten, von Büchern. Aber sobald du jetzt bei dem Ich, wenn ich Ich benutze, ich bin ja du. Wir reden von der roten Ebene, von Geist zu Geist. Diesbezüglich, sobald du den blauen UB, das aufgespannte Wissen anschaust, ist es nur ein Gedanke von dir. Der bist du natürlich jetzt auch, wenn du an den Udo denkst, aber bloß ein klein bisschen. Weil du bist ja deine Information. Die Information in dir, diese Gedankenwelt, ist das Existierende von dir und du bist das dazugehörige Nicht-Existierende. Und genau genommen bist du das auch nicht, weil ein ausgedachtes Nicht-Existierendes und ein Existierendes, schau das Bild an, ist genau genommen wieder unser Plus-Minus, das eigentlich das absolute Nichts ist, das wir uns jetzt auch schon wieder ausdenken. Das ist es, was die Zeit ausmacht. Sie hat eine eindeutige, unumkehrbare Richtung. Das sind Dogmen, das ist ein absoluter Blödsinn, wenn ich das absolute Hier und Jetzt verstanden habe. Darum betone ich immer wieder die Sache mit dem Spiegel. Wenn du vorm Spiegel stehst und hinterm Spiegel, unsere Mitte, die eigentlich nichts ist, dann muss dir klar sein, wenn du lächelst, jetzt mal in einem einfachen Spiegel, lächelt dein Spiegelbild. Aber du lächelst nicht vorher, sondern vorm Spiegel, was hinterm, intern, im Spiegel dieses Lächeln auslöst. Und das passiert zum selben Moment, jetzt. Da gibt es keinen chronologischen Unterschied. Es gibt eine Hierarchie, dass du das Subjekt bist, du bestimmst nämlich, was das Spiegelbild macht. Aber jetzt müssen wir das drehen. Ich betone nochmal, schau das kleine Bild an. Der Rai ist der Kopf des Schöpfer Gottes. Der ist das absolute rot geschriebene Nichts. Und jetzt ist es so, dass in dem Moment, wo du was denkst, eine Information in dir aufbaust, das ist das Innern, im Rai, hinterm Spiegel, das ist das Eigentliche. Durch diesen Gedanken wirst du eigentlich wach. Und erzeugst in dir eine Vorstellung, einen Formspiegel, der sich dann natürlich zuerst einmal in dir befindet als ein ausgedachtes Innerhalb. Und das kannst du das Außerhalb, was wir jetzt materialistisch außerhalb nennen, die sinnliche Wahrnehmung ist eigentlich dann nur auf der VR-Brille, in Bezug auf die Optik. Im Ohr ist es dasselbe, in Grün, dann landest du in der Cochlea. Aber dann kommst du hier in der Medizin zu dieser Schnecke, die 3,5 Windungen macht und jetzt müssen wir wieder in Dennach reinspringen und da wirst du feststellen, da gibt es dieses eine Zeit, zwei Zeiten also, und eine halbe Zeit, das sind die 3,5 Zeiten. Die findest du und da wird dieser Satz, ohne jetzt darauf einzugehen, kommt zweimal vor. Da wird aber im Deutschen immer dasselbe übersetzt. Im hebräischen Original stehen aber zwei verschiedene Wörter für Zeit in den zwei Absätzen. Ich weise nur darauf hin. Kann man recherchieren, wenn man will. Warum ist das so? Wo ist dies in unserer Welt verankert? Warum ist die Vergangenheit... Wo ist das verankert? Ja, in dir. Der Dreh- und Angelpunkt, man nennt es auch, man gebe mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Wow. Aus den Engeln heraus, weil die Angel ist ja der Angel. Immer dran denken, wenn irgendetwas gleich klingt, egal in welcher Sprache der Welt, hat es miteinander zu tun. Es sind nur Perspektiven von irgendeiner Kollektion, von einer Einheit. Und darum ist auch dieser Hebelpunkt in der Physik, HBL, so oft darauf hingewiesen, das hebräische Wort, jetzt haben wir verkehrt gemacht, HBL brauchen wir. Übrigens auch ein schöner Zufall, ne, was ich jetzt mich vertippt habe, die Reinheit. Die Reinheit, etwas aussprechen heißt es auch. Das ist jetzt HBR. Das heißt, der Kopf, Rai, der Kopf des Schöpfer Gottes, ist Sein oder die Existenz ist HI, das heißt, wie buchstabiert dazu war, die wahrgenommene Eid. Ein Trümmerhaufen von Erscheinungen. Ja. Aber wir wollen den Hebel, den wollen wir haben. Und jetzt kriegst du den Abel. Aber da steht jetzt schon der Vatergott. Und wichtig ist, dass das Ding eigentlich nichts ist. Merkst du, das klassische Ey, das ist nichts, eine Nichtigkeit, weil das alles ist. Aber sobald wir jetzt an einen Gott denken, ist es nur ein Hauch. Und da kommt jetzt dann auch der Dunst, aber den Dunst findest du dann in einer anderen Form, nämlich im Adam. Die schöpferische Öffnung ist der Dunst. Siehst du das? Der Adam. Und zuerst einmal die zwei Söhne vom Adam. Das ist zum einen der Hebel,
Das ist der Abel und der Abel wird ja von keiner schlagen. Der Kain schreibt sich nur Kien. Eine affine intellektuelle Existenz. Das ist der Kain. Jetzt ist natürlich hier schon wieder interessant, dass dieser Kain, diese Affine, wenn ich jetzt weiß, dass der erste Buchstabe eigentlich ausgeschrieben Kof heißt, mache ich wieder. Wie bin ich denn heute beieinander? Das ist es, der Buchstabe heißt Kof und dasselbe Wort heißt Affe. Und da steht jetzt eigentlich der Affe UB. Das ist mein äußerer Wert. Ich bin doch ausgedachterweise jetzt Udo Petscher genauso ein Trockennasenaffe, ein Brösel wie du. Aber was ist der Rode UB und was bist du? So anders als die Zukunft. Es sind Fragen, mit denen sich die Physik des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt hat. Man kam schließlich zu der Erkenntnis, dass die eindeutige Richtung der Zeit, also der Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft, in keinem der grundlegenden physikalischen Gesetze auftaucht. Grundgesetze, mit denen wir unsere Welt beschreiben können, gelten also unabhängig von der Zeitrichtung. Eine Welt. Das ist, ich sag, die Physikbücher stimmen. Ja. Das klassische Fliesen, und das ist hier scheinbar die Wurzel, wenn wir reingehen, wo ich sage, das ist das eigentliche Entheiligen, was hier so zwangsläufig gemacht wird, das kann ich nur tausendmal immer wieder erwähnen. Wenn ich begreife, was es heißt, wenn eine Wurzel auftaucht in einer Formel, und eine Wurzel ist schon versteckt da, wenn ich ein Quadrat habe. E-Quadrat. Sobald ich ein Quadrat habe, denk an den Pythagoras, ist im Hintergrund immer die Wurzel. Und dann lande ich im Nichts. Das ist dieses absolute Nichts, aus dem alles entspringt. Da muss man keine Physik machen. Welt, in der die Zeit umgekehrt läuft, wäre physikalisch also genauso plausibel wie die unsere. Warum? Ich kann mir jetzt was in die Vergangenheit denken und ich kann mir was in die Zukunft denken. Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied, wenn ich das einmal ganz abstrakt sehe? Ich denke jetzt was. Ich habe die Fähigkeit, den Gedanken, die Information, die ich jetzt aus mir erschaffe, indem ich eine Gedankenwelle aufschmeiße, diese Vorstellung als Information jetzt gedacht, kann ich rein gedanklich mir um mich herum in Raum und Zeit verstreuen. Das ist das, wenn ich jetzt in Worten zu dir sage, was hat eigentlich ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit, das ist die Verstreuung in die Vergangenheit, und der Eiffelturm in Paris gemeinsam. Ja. Den, der sich's denkt. Genau, den Denker. Mhm. Und in dem Moment, wo ich jetzt, wenn ich jetzt diese Worte hinschreibe und ich schaue das an, jetzt hörst du das natürlich bloß und jetzt musst du wissen, das, was du hörst, diese Geräusche sind ja auf einer Datei. Die sind ja alle gleichzeitig da, weil die Datei ist ja jetzt. Ich könnte jetzt wieder sagen, statt an der Datei, machen wir ein Buch. Und ich schlage jetzt eine Buchseite auf und genau der Text steht auf einer Seite drauf. Diese Behauptung oder diese Frage. Dann muss mir klar sein, solange ich die Worte anschaue, sind die alle gleichzeitig da. Jetzt. Das ist das Spiel mit meinem Bücherregal, mit dem Buch, mit der Seite, mit der Zeile, mit dem Wort. Ich fokussiere mich rein und erzeuge dann rein durch das Abrastern, durch ständigen Wechsel im Jetzt, das passiert mit Lichtgeschwindigkeit, baue ich um mich herum ein Universum auf. Das heißt, von Gedankenwelle zu Gedankenwelle habe ich den Eindruck, es taucht auf, es ändert sich ständig, obwohl das wie das Umformen der Gnede ist. Und es entspringt aus diesem absoluten Mittelpunkt. Das ist so ganz einfach. Das Einzige, was es schwierig macht, wenn ich immer wieder höre, das verstehe ich nicht. Das ist es nicht loslassen wollen von erkannt, angeblich hundertprozentig sicher bewiesenem Wissen, das sich geistlos nachäffelt. Und wenn ich jetzt von Physikern spreche, egal was von Philosophen, ich sage, das sind Deppen, die nachäffen. Das ist hundertprozentig sicher, ich beleidige in dem Moment genau genommen eigentlich bloß an Gedanken, den ich denke. Ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, ob wir jetzt eine Information Gedanke nennen, ob wir das Information nennen oder präzise, wir nennen das Mensch oder Person. Oder Stein oder Holz, es spielt keine Rolle, es sind Informationen. Kann ich einen Gedanken von mir beleidigen? Und da wird es jetzt etwas komplexer, wenn der Gedanke, den ich mir ausdenke,
ich einen gewissen Intellekt zuspreche oder spreche ich denen eine gewisse KI zu? Es ist wie wieder, wenn du ein Videospiel spielst und jetzt ein Singleplayer-Modus, GTA, und du läufst hier irgendwie durch die Straße und dann bübelst du irgendeinen an. Das kannst du machen in dem Spiel. Es ist ein Singleplayer-Modus, da ist nur ein Geist. Dieses Spiel erlebt nur der Geist, der träumt. Du verwechselst dich jetzt hier mit deiner Spielerfigur, mit den Avataren, nenne ich das einmal, und du bübelst einen an und dann wird er reagieren. Du kennst aber den sein Programm nicht. Er wird auf dich den Eindruck machen, diese Figuren werden auf dich den Eindruck machen, dass die lebendig sind. Es sind aber reine Mechanismen, Mechanimus. Es sind reine KIs. Und du wirst irgendwann einmal erkennen, dass um dich herum die ganzen Menschen, die ja nur deine Informationen sind, auch wenn du die sinnlich wahrnimmst, dass die nichts anderes sind. Und weißt du, in wie vielen Selbstgesprächen ich darauf hinweise, und bevor du nicht erkennst, dass das allen voran für den, ich sage jetzt einmal symbolisch, vorm Spiegel, das heißt für den Ersten, das bist du selber, dass das zuerst einmal für den gilt, der du jetzt zu sein glaubst, für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, das ist auch nur eine KI. Genau. Deine KI, dein Programm im Hintergrund wirft zurzeit den Traum auf und zwingt dich, dich mit diesen einen Gedanken zu verwechseln. Das ist ein zwanghafter Mechanismus. Also läuft die Zeit aber von Vergangenheit nach Zukunft und nicht andersherum. Erst folgende Frage sollte Jetzt Aufschluss. ist immer wieder, dass ich ganz definitiv darauf hinweise, was du jetzt hörst, sind eigentlich nur Geräusche. Du sollst dir jeden Moment bewusst machen, was jetzt da ist. Ein ständiger Wechsel von Informationen. Fokus liegt jetzt auf den Geräuschen. Jetzt ist interessant, ob jetzt der Udo spricht oder der Lautsprecher spricht, aber es spricht auch die ganze Zeit ein Lautsprecher. Ein Lautsprecher, der gar nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst. Es ist sofort wieder eine Reaktion, ja, was höre ich jetzt eigentlich? Und sofort brauchst du wieder irgendeine neue Information in dir auf, die du als Ursache setzt. Aber eine Information ist niemals die absolute Ursache, sondern ein logisches Konstrukt. Die absolute Ursache für alles ist der Geist, aus dem es entspringt, der es aus sich herausschöpft, wenn du bewusst wirst. Über das Wesen der Zeit geben. Was ist Wärme? Die Atome und Moleküle in einem warmen Stoff, wie zum Beispiel einem Tee, bewegen sich schneller als in einem kalten Stoff, Es ist eine Wärme, ist eine große Kollektion. Das ist schlichtweg und einfach Raum. Was ist Wärme? Das hebräische Wort für warm und heiß, und da kann man jetzt ganz einfach rot, das ist das absolut göttliche, kollektive, geistige Meer, das ist die Wärme. Das setzt man dann immer als Energie. Wenn wir es blau machen, ist es eine spezielle Kollektion. Wärme ist zum Beispiel Energie. Diese nicht denkbare Energie, das E-Quadrat in der Einstein-Formel. Und dieses E-Quadrat ist dieses absolute Kollektiv, das immer ist, die 200 Gramm rote Gnede. Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Du kannst dieses Meer nicht mehr machen, es ist schon das Meer, und du kannst es nicht weniger machen. Du kannst Wellen aufschmeißen, dann kriegst du aber spezielle Kollektionen und Gestaltwerdungen von Gedankenwellen. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn wir Energie uns ausdenken. Das ist jetzt das, was die Physik macht. Ob ich mir an Lichtenergie, an Wärmeenergie, das ist ausgedachte Energie, Atomkraft, Energieverbrauch, Energiegewinnung, das ist alles ausgedachte Energie, hat mit der roten Energie, mit der absoluten Wärme, diese Kollektion des Meeres nichts mehr zu tun. Das ist übrigens ganz interessant, da haben wir jetzt rein zufällig unsere Tasse stehen, wo hier Ja. Kaffee eine Affinität drin ist, schwarz. Denk an das schwarze Loch, wo alles drin ist. Und jetzt Eben. baut sich hier in dieser Metapher ein Eiswürfel auf, denk an einen Eiswürfelfisch. Moleküle in einem warmen Stoff, wie zum Beispiel einem Tee, bewegen sich schneller als in einem kalten Stoff, wie zum Beispiel einem Eiswürfel. Das, was dir jetzt diese Geräusche an Vorstellungen, jetzt sind wir wieder in der Physik, dass die Moleküle, die du dir ausdenkst, es sind reine Symbole für irgendwas, hat nie einer gesehen, kann auch keiner entdecken. Drum behaupte ich, jeder Physiker, jeder religiöse Mensch, ihr äfft einfach Schwamminhalt nach, was man euch erzählt hätte. Hätte man euch was anderes erzählt, dann würdet ihr das genauso nachäffen. Das zuerst einmal für sich selber zu erkennen, dass man selbst das ja genauso macht. Ich bin ja die Quelle für die ganzen Spiegelungen um mich herum, die nachäffen. Stimmt oder stimmt? Wenn ich natürlich jetzt die Moleküle habe, da steckt das Kalte schon mit drin. Merkst du das, die Kühle?
Immer wenn was gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Wir wissen ja zuerst einmal, dass das gestaltgewordene Licht ist. Jede Art von Information ist ein gestaltgewordenes Licht. Ich rede jetzt nicht nur von dem physikalischen Licht. Dass das zuerst einmal hier ein Beschneiden heißt zwischen dem Wellenberg und dem Wellental. Davor, da bin ich drauf eingegangen und heißt auch noch gegenüber. Gegenüber. Das ist schon was Ausgedachtes. Wir können natürlich dieses gestaltgeworden aufgespannte Licht ein Moll draus machen und jetzt kriegst du deine Vorderseite. Du schaust nämlich immer bloß in eine Richtung. Jetzt merkst du, wieso das Gegenüber denkt, wir schmeißen aus dem absoluten Nichts erst einmal diese erste Welle auf und dann haben wir unten, wenn wir jetzt sagen, das ist es Meer, das bin ich selber, dann habe ich meinen Wasserspiegel, den ich mir jetzt ausdenke, das wäre innen, hinterm Spiegel und das ist jetzt vor dem Spiegel. Jetzt kriegst du dein Gegenüber und das ist die Vorderseite. Und darum ist es beschnitten. Das sind die Molle. Und jetzt kriegen wir die Kühle. Da muss ich jetzt erst einmal wissen, was heißt eigentlich kalt, warm haben wir ja gerade schon gehabt. Diese kollektive Gestaltwerdung. Ich wollte eigentlich nicht in die Worte reingehen, aber man kann es fast nicht vermeiden. Das ist die kollektive Gestalt. Und das kalte hebräische Wort ist affin berechnet. Das ist erst einmal rot gelesen, der Mensch jetzt. Gottes Kind als Geistesform mit seinem ganz persönlichen Kopf des träumenden Geistes. Das ist jetzt zwar ein roter Kopf, aber schon ein peripherer roter Kopf von einem träumenden Geist. Und der hat jetzt in sich eine Affinität. Denk an das Kopf. Ja. Adam ist der Geist und seine affine Erscheinung. Das ist der Affe, an den du denkst und das ist ein Primat. Und das ist der Enosch, ein sterbliches Säugetier, unheilbar krank. Und zwar auf Hand seiner persönlichen Berechnung. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Ich mache mal wieder den kleinen Sprung, das ist so wichtig im Weißenburg-Vortrag. Ich denke mir jetzt 200 verschiedene KIs aus. Es ist ein Computer und der läuft mit einer dieser KI, wenn einer da ist. Und ich sage, schließe mal an deine Augen, dann wird dieses Geräusch als Eingabe sofort den Gedanken an den eigenen Körper aufschmeißen. Jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt sage, jetzt kann ich mir ja 200 verschiedene Programme denken, und je nachdem, welches Programm in mir läuft, denke ich an den Körper, den mir dieses Programm aufzwingt, wenn ich mit der Eingabe schließe mal deine Augen konfrontiert werde. Ich werde an meinen Körper denken, aber das, was mein Körper ist, bestimmt auch mein Intellekt, wenn ich ein Computer bin. Ja. Schau, und darum ist dieses Core, affine Berechnung, haben wir jetzt 2x300. Da ist einmal das Rotische im Hintergrund, das Absolute, das ist, ich sage mal, das Internet. Und dann haben wir wieder unseren Äußern, unseren beschwörten AUB, unsere Beschwörung von zwei erweckten Erscheinungen, Wellenberg und Wellental, das macht mein Sinn, mein linkspunktierter Shin. Wir haben ja diese verschiedenen, das ist der Sinn, das linkspunktierte Shin. Das erzeugt den Sinus, das steht doch hier schon da, Schöpfung und aufgespannte Polarität ist es Sinn. Und das ist das Shin. Das ist der Totalwert. Und die 200-300 zusammengerechnet gibt 600 und diese 600 ist das Endmem. Mhm. Interessanter volle Wert. Wir haben den Spiegel in der Mitte und da wird innen was aufgespannt und außen was aufgespannt. Mhm. Und das Ganze wird dann hier im Pyramidenwert zur Erscheinung. Erscheinung, ja. Was? Das ist irgendwann, ahnt man das. Man ahnt es eigentlich bloß. Das heißt, wir waren bei den Moleküle. Die Kälte ist ja die Kühle, die Moleküle, Moll, etwas Gegenüberliegendes, Beschnittenes in der Nulllinie, das plötzlich hier die Kühle wird. Und jetzt wirst du merken, dass auch hier in der Physik du alles umdrehen musst. Das ist die höchste Geschwindigkeit, ist eigentlich die absolute Hitze und dem gegenüber steht der absolute Nullpunkt. Aber dann kommst du in der Arithmetik eben in unsere ganz kleine 273,15 Pünktchen, genau aufgerundet 2. 273,2, diese Zahl beschreibt. Zwischen diesen Körpern kann nun Wärme übertragen werden. Dabei fließt Wärme stets vom warmen zum kalten Gebiet und nicht umgekehrt. Ein Phänomen, welches sich unzählige Male im Alltag beobachten lässt. Warum? Es wird in einem Computerbildschirm alles genauso funktionieren, wie du dir das ausdenkst. Machen wir das weg, ich wollte zwar noch weitermachen. Das heißt, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Selbst die Naturgesetze. Es ist, zerst einmal immer hier und jetzt. Und wenn du jetzt Zusammenhangsketten in der Umformung machst,
einfach das Ich bin du Quadrat lesen. Das ist zwar nur schwarz-weiß und jetzt drehst du wieder, was deine Logik macht. Ich glaube das ja, weil das so ist. Du kannst es dann jederzeit beweisen. Ich wiederhole zum 100. Mal, wenn man für Selbstgespräche hört, wenn du jetzt als Brösel einen Backstein nimmst und du schmeißt ihn in eine normale Glasfensterscheibe rein, dann macht es Klirr und die zerspringt. Das ist hundertprozentig sicher. Hast dich schon mal gefragt, warum? Weil du so programmiert bist, dass in deinem Videospiel diese Naturgesetze genauso ablaufen, wie dein Programm dir das vorschreibt. Ja, wenn ich das nicht glaube, ist das doch trotzdem. Du äußerst doch schon wieder einen Glauben. Und du musst es jetzt umdrehen, weil du das glaubst, erlebst du das. Es ist so, weil du es glaubst und nicht, weil unabhängig von dir da außen irgendwelche Naturgesetze wären, die hier immer gepredigt werden, die sind auch im Detail so fehlerhaft. Da könnte ich jetzt hier in die Videos, wo wir jetzt reingehen, dir wirklich so viele Schwierigkeiten und Fehler zeigen. Das sind Vorstellungswelten, die du aufbaust und du musst die irgendwann einmal erweitern. Schau, wenn wir zum Beispiel unser Spiel machen, das muss ich jetzt nicht hinschreiben, in einem der vorhergehenden Selbstgespräche, dieses 0,999 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ach, es ist zuerst einmal, schau, was da ist. In dem Moment ist bloß das auf dem Monitor, diese Zeichenkette da. Jetzt pass auf, ich mache mal eine andere Lösung dafür. Jetzt kommt ja unser Mathematikprofessor, der sagt, wir haben wieder zwei Meinungen. Ist jetzt das eins oder ist es nicht eins? Und dann sagt er, kann man so und so sehen, genau genommen fällt ja immer ein bisschen was zu der Eins. Genau. Und er beweist ja dann, das heißt, erklärt er, was der und der und der und der und der in Dacht hat. Da gibt ja immer wieder höhere mathematische Systeme, Hirnwichsereien, wie ich das nenne. Und ich werde euch beweisen, dass es dann doch eins ist, aber da musst du mindestens drei oder vier, also jetzt normal betrachtet ist es ja nicht eins, das kann man drehen und wenden, wie wir wollen, wir können ja immer einen neuen dran setzen. Mhm. Aber ich beweise euch jetzt mit dem höchsten, mit dem neuesten Stand, mit der neuesten mathematischen Erkenntnis, immer dran denken, Mathematik heißt das gelernte Wissen von Dummköpfen. Er kann das ja nur beweisen, weil er die neuesten mathematischen nachplappert, auch lernt. Da gibt es keinen ersten. Dass es dann doch eins ist. Ich mache mal einen anderen Vorschlag. Wir stellen zuerst einmal fest, dass die Null nichts ist. Dieses absolute Nichts fällt ins Koma. Komma. Das ist unser roter Rei, der ist nicht denkbar. Dann haben wir 9, 9, 9. 9 ist ja Spiegelung, 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 Spiegelung. Die ganzen Spiegelungen sind ja in diesem Nichts. Es ist immer unser Spiel mit dem Spiegel. Du ignorierst den allerersten Spiegel. Ich habe so viele Beispiele, das übrigens extrem verblüffend ist, wenn man auf der Brüssel-Ebene das uns einmal wirklich am Spiegel anschaut. Wo ich dir Sachen zeige, wo du atemlos wirst, dass du mal selber anfängst zu denken, dass ich immer sage, du denkst jetzt, wir wären im Spiegel und wir nehmen jetzt unseren kleinen Spiegel, ob jetzt das der runde Spiegel ist mit den Kreisen, die ja eigentlich nur, der Spiegel ist ja schon was Ausgedachtes, den wir in der Hand halten und die Spiegelreihe, die wir sehen, die eigentlich sich im Spiegel befindet. Aber wenn du das aufbaust und ich sage immer, wenn der mittlere Spiegel groß ist, denkst du niemals an den Spiegel. Du denkst jetzt an dich und du siehst den Spiegel im Spiegel, so wie du nicht an den Spiegel denkst, wenn du morgens ins Bad gehst. Weil das, was du im Spiegel siehst, erinnere dich an das letzte Selbstgespräch, ist genau genommen, wenn du ins Bad gehst, das ist bad. Denk an den Michael Jackson. Ja. Das ist eine Erfindung, was du siehst, ein Geschwätz, es ist eine Lüge. Das bist nicht du im Spiegel. Es ist eigentlich auf einer Leinwand, das ist im Kino wieder, doppelt aufgespanntes Hin- und Herschwingen auf Licht ein und dann fängt es zum Auf- und Abschwingen an. In der Transversal. Und dann lebst du in einer Trennung und du wirst ein Wahrsager, weil du behauptest ja, dass du das bist im Spiegel. Genau. Und genau genommen sind es 2G. Ja. Das ZW heißt aber wieder die Geburt von was doppelt aufgespannt. Und das ist dein eigenes. Alles, was du dir ausdenkst, ist, ich könnte jetzt da so viel machen, du kriegst irgendwann einmal ein Gefühl, wieso ich dann immer wieder darauf hinweise, dass
das Beschäftigen mit der Sprache jetzt das gar nicht wichtig ist, sondern einfach schauen, was jetzt da ist. Also wir haben jetzt dieses Nichts und die füllen 999 die Spiegelungen. Und jetzt passiert was ganz was Irres, dass das natürlich unendlich geht, aber das fällt in einen einzigen Punkt zusammen. Und ja, du musst jetzt nur einen einzigen Trick machen, egal wie groß die Reihe der 9 ist. Wir sagen, diese 0 ist das 1. Rot gelesen, eines, das eine nicht existierende Bewusstsein. In dem bauen sich die vielen Spiegel auf. Den ersten Spiegel siehst du nicht. Immer dran denken, wir müssen vorm Spiegel was hinstellen, dass hinterm Spiegel was ist. Was sich aber beides im Spiegel befindet. Genau. Was fällt uns jetzt eigentlich, dass das die wirkliche rote 1 war, die ja nicht eine ausgedachte 1 ist? Du musst nur ein allereinziges Mal aus diesen 9999 den Spiegelungen, muss irgendwann einmal eine dieser Spiegelungen mit Bewusstsein sagen, hey, ich bin ja gar keine Spiegelung, sondern ich bin eine 10. Das heißt, ich mache ein kleines 0,1. Dieses 0,1. Egal nach wie viel Kommastellen, mache ich aus der 9, denke ich mir, keine Spiegelung, sondern eine kleine 10. Ich sage jetzt 0,99999999, das geht dann unendlich fort. Und wenn ich aber dann den Punkt, sage ich, ich bin ja eigentlich der kleine Gott, in dem sich alles befindet. Was passiert, wenn ich an einer Reihe von 9 statt an einer 9 dann eine 10 kommen lasse? Dann wirst du feststellen, dass das plötzlich umkippt, weil das ist wie bei unserem Kochi-Produkt, wo viele merken, Schwierigkeiten haben, dass 1 durch 81 eigentlich 0,01234567891 und dann in Klammer 10 oder 11, da haben wir dasselbe Phänomen, wenn du das machst, das schiebt sich nämlich dann bei den 9, wenn wir einmal eine 10 setzen, an, wohlgemerkt in Klammer 10, ist ja das eigentlich 1 höher. Ja. Aber sobald ich da 1 höher mache, wird die 9 zu 10, die vorhergehende zu einer 10 macht, die vorhergehende zu einer 10 macht, die vorher, und jetzt klatscht das alles da zusammen in der 1. Genau, dann passt. Genau. Ganz folgenarithmetisch. Super. Jetzt habe ich eine andere Lösung gemacht. Wow. Ja. Weil das wird an der Kettenreaktion. Ja. Und genauso ist es hier, wenn du anfängst, dich für dich selbst zu interessieren. Das heißt, es geht nicht um Intellekt. Immer wieder für welche, ich verweise immer auf meine alte österreichische Schulklasse. Ich habe von Kleinkindern, wenn ich jetzt spreche, ja ganz unterschiedliche Charaktere. Ich sage zwar, ich erzähle es nur dem, der mich jetzt sprechen hört. Genau genommen den Lautsprecher sprechen hört. Der sich jetzt dieses Video anhört. Aber der Geist, das ist das Wipperzahlbeispiel. Was du erlebst, was du aus den Worten magst, hängt jetzt erst einmal von dem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Physik mache und da Bezeichnungen bringe, wo die meisten sagen, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit, selbst wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier Wörter auffächer mit Hebräisch, die muss klar sein, wenn das einer hört und der noch nie was hat mit Hebräisch zu tun gehabt. Jetzt gehe ich ja mal rein in das Ritterbuch. Und ich sage, Ritter, jetzt blätter mal 20 Jahre in einem Buch zurück, wo du Udo das erste Mal gesehen hast. Das ist ja schon länger her. 22, 23, 24 Jahre fast. Denke mal jetzt da zurück und dann hat er ja hebräisches Zeichen hingeschrieben. Und jeder, der anfängt, die hebräischen Zeichen zu lernen, der sagt, das lerne ich nie, die sehen alle gleich aus. Ich erwähne das immer wieder und irgendwann einmal wird es so selbstverständlich. Es ist das kleine Einmaleins des Lebens. Und da kann ich immer nur sagen, nur die Rot-Blau-Tabelle zu lernen, so wie sie da steht und zu verstehen. Das ist weniger Arbeit, wie wenn du irgendwie in der Schule ein großes Gedicht lernen musst. Das ist doch nicht viel. Du bringst es auf eine DIN A4-Seite drauf. Was ist, wenn du in der Schule Theater, ein Schauspiel aufspielst und du machst irgendwie in der Schule oder du bist der Schauspieler und spielst irgendeine Rolle und musst einen Text von einem Theaterstück lernen? Das ist wesentlich mehr wie eine Seite. Also zu sagen, das kann ich nicht, das verstehe ich nie, es hängt von deinem Interesse ab. Aber das in der Esse kannst du wiederum nicht raussuchen. Darum betone ich, wenn das momentan, hüte dich vor Kaufmannsdenken. Ich sage nicht, dass du das wissen musst. Was du wissen musst, ist erst einmal ganz einfach wieder ein Kind zu werden, loslassen von dem bestehenden Wissen, das du nachhilfst. Das alles, was dir Physiker erzählen über Mikro- und Makrokosmos, ist nachgeäfft.
Sie äffen ihre Lehrer noch oder irgendwelche Internetseiten oder irgendwelche Bücher noch. Aus wie viel Atomen das Universum besteht oder wie viel Moleküle in einem Kubikmeter Luft drin sind. Das ist geistlos nachgeschwätzt. Wer hat es gezählt? Bis hin zu der menschlichen DNA. Da haben wir wieder die Sache mit dem Backstein. Ja, aber kann doch jeder mit einer Hautschuppe, mit einem Haar, kann man doch sofort analysieren, wer das ist. Warum? Weil du es glaubst. Und ich habe erwähnt, wir sind zurzeit in einer Zwischenzeit. Das heißt, alles, was wir uns in die große Welt, in den Mesokosmos, auch in den Makrokosmos hineindenken, baut auf Newtonscher Logik auf. Das ist die klassische Newtonsche Logik mit Schwerkraft, mit all dem Drum und Dran, mit Gravitation. Alles, was Handy, Mikrocomputer ist und jetzt natürlich zwangsläufig hier Quantencomputer, baut auf Quantenmechanik auf. Das widerspricht sich aber. Ich habe übrigens schon vor 20 Jahren darauf hingewiesen, was Quantenmechanik eigentlich ist, der Beobachterphänomen. Quantenmechanik ist in einer ganz abstrakten Form, der Beobachter bestimmt, was er sieht. Das landet dann in diesem extremen zerdachten Doppelspaltexperiment. Wenn ich einen Versuchsaufbau mache, ich zitiere mal aus Physikbüchern, und ich will messen, ob Licht aus Teilchen besteht, kriege ich den Beweis, dass Licht Teilchen sind. Wenn ich aber den Versuchsaufbau so aufbaue, dass ich messen will, ob das Wellen sind, kriege ich den Beweis, dass es Wellen sind. Und das ist eine der großen Ausnahmen, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, dass wenn sich was widerspricht, kann bloß eins davon richtig sein. Das ist ja so ein ehernes Gesetz, die Ausnahme davon ist das Teilchen-Wellen-Phänomen. Da hat sich jetzt die Physik geeinigt, dass es beides gleichzeitig ist. Wir aber nur immer entweder das Teilchen beobachten können oder die Welle beobachten können. Wobei da ein Riesenwiderspruch ist, weil ein Teilchen ist ein dimensionsloses Nichts und eine Welle ist genau genommen, symmetrisch gesehen, auch ein dimensionsloses Licht. Ja. Nichts. Und dann kommen wir zu unseren Vakuumfluktuationen, die aus dem Nichts entspringen. Aber die mischen immer noch diese Erkenntnis, ich kann jetzt ganz einfach sagen, es ist einfach so, wie ich es mir denke. Das ist, du bist reine Quantenmechanik. Dass ein Handy funktioniert, dass die Erde eine Kugel ist, ist Quantenmechanik. Weil wenn ich an was denke, ist es so, wie ich es mir denke. Das klingt so einfach, es ist so einfach. Das ist das Prinzip mit Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Du hältst dich ständig an Regeln, an das offizielle Wissen. Und dieses offizielle Wissen, das ist, da hatte ich auch einen Streit mit einem Lateiner, wo er sagt, ja, offiziell, officio, bla 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 bla. Ich sage, lass uns nicht diskutieren. Du hast deine Bücher, schau in deine Bücher rein. Und dann können wir das drehen und wenden. Wir haben zuerst einmal OFF, wenn wir ins Lateinische gehen, und da habe ich schon kreisende zwei Facetten. Im Englischen heißt es aus. Jetzt, wie definiere ich das Wort aus? Ist es weg oder geht in einem gewissen Maß entfernt von mir oder geht es aus? Genau. Ist ja mal interessant, weil das Wort aus ja eigentlich noch gar nichts, alleinstehend noch gar nichts aussagt, weil ich sage jetzt, noch nichts aussagt. Bezeichnet die Richtung von innen nach außen. Schau, da ist jetzt schon aber interessant, dass wir dort das B kriegen. Außen sind zwei. Die Schöpfungen aufgespannt, schwingenden, das U ist so schwingend. Ja. Polarität, einer polaren Existenz. Es bezeichnet aber auch die Herkunft, aus dem es herauskommt. Stimmt oder stimmt? Modal gelesen, was ist modal, müssen wir wieder nachschauen. Bezeichnet die Materie, aus der etwas besteht. Bezeichnet den Ausgangspunkt für eine Zustandsveränderung. Das ist aber immer der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Drum ist dieser Mittelpunkt der Geist, der plötzlich rund wird. Indem er anfängt, sich um sich selbst rumzudrehen. Da haben wir aber wieder das Problem hier mit diesem Mittelpunkt, auch mit Drehen, dass wir dann schon wieder einen Radius festsetzen müssen. Dann ist es umgangssprachlich, es geht zu Ende, es ist aus. Aber das Ende, wie definiere ich wieder das Ende? END ist AND, das heißt Auf- und Abschwingen. Das ist das Kreisen von zwei Facetten. Alles, was ich jetzt sage, ist zigfach erklärt. Gut, dann schauen wir mal. Das ist jetzt ein Wissen. Wir wissen, das B ist W, das ist dein Wissen. Ich offeriere dir. OFF wird erweckt.
Da bist du vollgespackt, vollgestopft mit Informationen. Da können wir jetzt auf ein Radius, auf Fendo, jetzt ist das Anstoßen, das Anschlagen. Okay? Ja. Schad, der Dämon. Das sind wir wieder. Okay, und dann machen wir jetzt da gleich einmal, das ersparen wir uns jetzt, das Offi. Der Offizialis ist ein Diener, ein Subalternbeamter, ein wunderschönes Wort. Wunderschön. Die Grundlage ist Gott, ein alternierender Beamter. Am ist die Mutter. Ja. In der Mutter ist die Reihe. Ter. Mut heißt mit der MOT gestärkt geworden, aufgespannt. Die Erscheinung Mut ist Tod, ist Sterben. Ja. Mhm. Und du wirst hier zum Dienst. Offiziner ist jetzt in deiner Werkstatt. Der Creator und Kreatur. Aber das Ganze, schau mal, sind doppelt aufgespannte Affen. Und das ist dort. Scham, Schem ist das Wort, der Name, entscheidend, was du hörst. Und da sind wir jetzt bei der Hitze, darum habe ich, bin immer nur beim Thema. Ja, der ja. Herd. Quä. Zwei auseinandergeschmissene Lichter. Denk an unser Quä. Geht ein Vorher und Nachher. Jetzt geht es dann hier schon los. Offizio. In dem Moment, wo zwei Facetten von dir aufgespannt wird, ist ein Endgag. Immer an unser Enddenken. Gag ist das ausgedachte die Welle. Entgegentreten. In den Weg treten. Versperren, verbauen, verleugnen. Im Weg hinderlich sein. Die offiziellen Stellvertreter Gottes auf Erden, die katholische Kirche, die tritt dir in den Weg, die ist hinderlich, dass du wirklich zu Gott kommst. Alle Probleme in deiner Welt entstehen durch das Offizielle. Das kommt dann von Office. Das ist die Bürokratie. Mach mal eine Firma auf, mach irgendwas, was jetzt ist, ob du Maske trägst oder nicht. Das ist alles offizielles Wissen, das du nachhilfst, das du in dir verwirklichst. Alles ist offiziell. Ja. Das sind natürlich, wenn ich jetzt hier Nachgriff aus Physik bekomme. Seit Anbeginn der Zeit romantisieren Menschen den Nachthimmel. Wann ist der Anbeginn der Zeit? Jetzt. Die Zeit, die augenblickliche Erscheinung beginnt jetzt und sie endet jetzt. Egal, was du denkst. Und was du machen kannst, du kannst dir schau das kleine Bild und ein Zeitfenster aufstellen. Du kannst jetzt sagen, das sind 1000 Jahre oder das ist eine Stunde. Das ist nur, ich verändere von meiner Information den Maßstab, ohne dass sich dabei irgendwas verändert, weil die Information eigentlich gar keine Form ist, sondern bloß eine Vorstellung. Göttliche Gedichte und Kunstwerke sind über den Anblick der Sterne entstanden. Außerdem wurden Konstellationen von Himmelskörpern immense Bedeutungen zugesprochen. Doch heute wissen wir, dass die Sterne weder unser Schicksal bestimmen, noch eine zackige Form besitzen. Sie sind kugelförmig. Oh, das wissen wir heute. Warum wissen wir das? Hat es jemals einer gesehen? Also wenn ich auf meine VR-Brille schaue, sehe ich bloß flackernde kleine Punkte. Ich sehe auch nicht, dass die unterschiedlich weit entfernt sind. Wenn wir jetzt den Nachthimmel anschauen, auf der VR-Brille, obwohl ich dreidimensional mit meiner VR-Brille stehe, sind die alle irgendwie in unserem Gesichtsfeld wieder, in der Kamera, in dem Gewölbe vor mir, diese Himmelskugel, die ich mir vorstelle, sind die zwar unterschiedlich hell, dass die dann extrem weit unterschiedlich auseinander sind, das hat man mir erzählt. Hab mir gemessen. Aber jeder, der dir das erzählt, was passiert eigentlich, wenn du was misst? Was siehst du dann eigentlich? Wenn du ein Physiker bist, wir gehen jetzt nach CERN, was sehen die eigentlich? Das, was die dir erklären, sind definitiv Interpretationen von flackernden Lämpchen, weil die glotzen alle bloß auf einen Computermonitor. Ihr Mensch, die außen liebt, ihr seht überhaupt nicht mehr das, was da ist. Du siehst nur deine Interpretationen. Denk an das letzte Selbstgespräch, was die Wirklichkeit, was eine Illusion ist. Und das, was du interpretierst, hängt wieder von einem Schwamminhalt ab. Abgesehen davon, das Wort Stern hat überhaupt, wenn wir jetzt da reingehen, wir schauen uns einfach mal den Stern an. Das ist übrigens nichts, was ich nicht schon erzählt hätte. Das ist jetzt einmal das Klassische, was man nachäfft. Wir müssen immer in die Tiefe der Worte gehen. Strahlenförmig funkelt der Himmelskörper, ist immer noch nicht das Wahre. In Wirklichkeit kommt das Ding nämlich vor Sterro, vor Sterie, vor Starr. Der Star ist starr. Und du wirst jetzt plötzlich feststellen, dass das Feststehen unbewegt heißt. Wenn man dann der Aster, Stella, da steckt das Stellen, das Hinstellen schon da. Merkst du das? Ja.
Na, freilich. Kommt auch das Stereo. Stereo hat überhaupt nichts zu tun mit räumlich. Das ist alles Stereobrille. Mein altes Fachgebiet mit Stereo, wo ich gemerkt habe, dass das Stereo überhaupt nichts mit räumlich zu tun hat, sondern das einmal mit vollkommen statisch, weil ich irgendwas habe als Grundlage. Früher war das noch eine Platte, eine Analogplatte. Da haben wir unsere Fläche schon mit drin. Und auf der Fläche, hier bewegt sich nichts. Da bin ich schon so drauf eingegangen, Aster, was das genau genommen heißt, doppelt aufgespannte Ort. Die Wissenschaft hat uns die Illusion des magischen Nachthimmels genommen. Doch so kann man das nicht... Im magischen Nachthimmel. Also schauen wir das doch ganz einfach an. Wir wissen, unser Mag ist der Zauber. Der Magier, der Zaubermeister. Immer unser AOB. Schöpfung an aufgespannten Polarität. Das ist einmal die VR-Brille. Und dann haben wir aber noch Ischen. Isch ist Gestalt, weggewordene Existenz. Und das heißt jetzt Alter. Das ist das Nichts mit seiner Reihe, TR. Und alternieren sein, bin ich immer drauf eingegangen. In dem Moment, wo etwas in dir zu alternieren anfängt. Ja. Fängst du an zu schlafen. Schlafen. Genau genommen fängst du an zu entschlafen. Das heißt, du hörst auf zu schlafen, weil du W8 wirst, du wirst wach. Richtig. Weil der Vorgang des Träumens erfordert nämlich, dass der Geist, der nichts ist, in sich Informationen aufschmeißt, zu alternieren anfängt. Das heißt, ein träumender Geist, der seinen Traum erlebt, erlebt ihn in einem vollkommen wachen Zustand. W8. Doppelt aufgespannten Zustand. Stimmt oder stimmt? Und jetzt ist es ja so, dieses... Nicht sagen. Ein Blick auf die Physik zeigt, dass die Darstellung von Sternen in Zackenform gar nicht so falsch ist. Ah, jetzt haben wir es eigentlich, wenn wir das in Zacken sehen. Die erklären jetzt, wieso man das in Zacken sieht. Da ist bloß wieder ein Riesenfehler drin, wenn du selber denkst. Ich sage in Physikbüchern, in diesen Erklärungen sind überall Fehler drin. Das stimmt zwar vom Ansatz her, aber wenn man es genau anschaut, was du feststellst, die Fehler, die du zu entdecken hast. Dem kann uns bei näherer Betrachtung der Nachthimmel geradezu poetische Einblicke in das Universum geben. Schau, wunderschöne Zeichnung übrigens mit unseren zwei Seiten. Da will ich jetzt aber nicht so genau drauf eingehen. Merkst du, das springt alles unser Kante, das ist unser Eckspiegel, wo du dann den Gesichtsfeld, den Bogen rauskriegst. Ja. Licht verhält sich durch seine Wellen eigen. So, das ist jetzt schon mal die erste Vorstellung. Wir haben hier einen Laserstrahl, den kein Mensch sieht. Licht kannst du nicht sehen. Schafft manchmal anders, als wir es spontan erwarten würden. Richtet man einen Laserpointer auf eine Wand, so sieht man dort einen punktförmigen Licht. Immer dran denken, Wand. Wand ist zuerst einmal hier. Doppelt aufgespanntes AND. Lass uns das nochmal genau anschauen. Das hat nämlich jetzt mit Alternieren zu tun. Das heißt, sobald du dir was ausdenkst, muss was in dir alternieren. Das spitzt sich ja alles das da mal in dem Kopf ab, den wir uns jetzt ausdenken, einmal symbolisch. Genau. Was du siehst, sind deine zwei, das ist das Buch, Polar aufgespannte Kollektion. Das sind deine zwei Becken, die AGN, die Augen sind die zwei Becken, die wir gerade gesehen haben. Genau genommen sind es ja, ich gehe mal von Zyklopen aus. Denk an unser Video mit dem Zyklopen. Ja. Ein Auge selber ist ja schon eine Ecke, weil wir nämlich in der Retina zwei Hälften haben, die dann überkreuzt, wenn du mal Medizin studierst, überkreuzt dann im Thalamus zusammengeführt werden. Aber jetzt ist es, das sind vier Flächen. Ein Auge hat zwei Flächen, das andere Auge zwei Flächen und die werden dann überkreuzt zusammengeführt. Und wenn du das jetzt eine Dimension dazu nimmst, hast du wieder unseren Tetraederstand. Kann er da alles zeigen. Aber wir bleiben mal, was hat jetzt das mit Kalt zu tun? Wir brauchen ganz einfach einmal das Korn nochmal. Das ist eine affine Berechnung. Okay, und wenn du da genau hinschaust, steckt da die Mauer schon drin. Ne? Wir brauchen nämlich einen Intellekt, dass da überhaupt einer berechnet. Affine intellektuelle Berechnung. So, und jetzt kriegst du die Mauer. Jetzt bitte auch darauf achten, dass das M ein auf das Kopf stehendes W ist, wenn du Fantasie hast. Genau. Ein gespiegeltes M ist ein gespiegeltes W. Und diese doppelt aufgespannte Schöpfung ist die existierende Öffnung. Und diese existierende Öffnung, das ist jetzt das Schwangen, das sich hin und her bewegt. Bewegen, ja. Okay? Ich habe oft erklärt, mit dem Damm und aufgetürmte Wasser macht natürlich einen Sinn. Du denkst jetzt an den Zeitfluss von der Vergangenheit in die Zukunft. Und dann bauen wir hier einen Damm rein. Diese geöffnete Schöpfung wird jetzt zur 2mm, weil so bei mir wird diese longitudinale Zeitfluss, der Wasserfluss von der Quelle zum Meer,
wird plötzlich unterbrochen. Wir machen praktisch eine Transfersäule, weil das Wasser sich plötzlich staut und nach oben steigt. Genau. Ja. Und in dem Moment, jetzt können wir das wieder ablassen und jetzt kriegst du diese existierendes Auf und Ab, das Hin- und Herbewegen. Es fließt aber nie von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern das ist das, was du aus, das ist das hier. Das ist die geöffnete Schöpfung, besteht aus 2 mm. Schau auf das kleine Bild. Ja, und darum ja. sind das aufgetürmte Wasser, aber GE-Quadrat auf GE-Quadrat überlegt, Dur ist ja die Reihe von MT, von Gestalt gewordenen Erscheinungen. T-U-R. Eine erscheinende, aufgespannte, das ist die Reihe, die Spiegelwonne. Ja. Okay? Da haben wir dann die Dur, T-L-T-Aube, die Beschwörungen in dieser Reihe. Und die kannst du B-Reihe sehen, im Spiegel sehen, als raumzeitliche Existenz. Ja. Und du kannst es erwecken und dann ist es wie unten, unter. Wie die Wellen. Ja. Wie die Wellen. Genau. Und wenn du das nachspürst, Enchet, heißt ja ruhend. Ach. Ruhendes raumzeitliches Wissen. Die Schwelle bewegt sich eigentlich nicht. Genau. Da ist in der Mitte nichts und hüben und drüben 2 aufgespannte. Mhm. Okay? Ja. Das zur Wand bloß ansatzweise, wenn wir jetzt die Wand haben, das hat kalt, das hat alternieren, das ist aber in dir alternieren. Und jetzt haben wir hier den ausgedachten Lichtstrahl, den du nicht siehst. Das ist immer wieder ein paar Physiker mit den ganzen Doppelspaltexperimenten, wenn sie machen. Alles Hirnwichserei, geistlos vorgestellt, aufgebaut auf Wissen. Im Anfang war das Programm. Im Anfang ist mein Intellekt. Mein Intellekt. Ich könnte auch sagen, im Anfang ist das Lebensbuch, das ich zurzeit in der Hand halte und durchlese. Das bestimmt letztendlich, wer ich dann bin, wenn ich mich da hineindenke in dieses Buch. Ich schaue nochmal, wie die das jetzt erklären mit den Sternen. Lichtfleck. Hält man jedoch ein Haar in den Lichtstrahl? Also wir haben einen kleinen, da gibt es ja keine Zufälle. Wir haben hier... Richtet man einen Laserpointer auf eine Wand, so sieht man doch... Also wir richten ihn auf den Wand, auf das Aus und Ab und dann siehst du einen Licht-FL-Eck. Einen Fleck. So definieren die das. Den Strahl selber ist ein reines Konstrukt. Abgesehen davon ist zwischen der Wand, die du dir ausdenkst, die auf deiner VR-Brille ist, das ist alles in dem Zentrum. Alles befindet sich hier drinnen. Den Strahl siehst du auch auf der VR-Brille nicht. Du müsstest jetzt einen Rauch oder Nebel reinblasen. Dann siehst du auch nicht den Strahl, sondern du siehst halt einfach... dieses Nebelfeld, den Dunst, den Ad, immer dran denken, wir sind bei dem Ad, diese geöffnete Schöpfung. Das ist Dampf. Das ist auch Dun. Dun heißt Urteilen in raumzeitliche Spiegelungen, in raumzeitliche Existenzen, Erscheinungen. Du kannst es vielfältig machen. Das Urteilen entsteht dann mit unserem Querfin aufgespannte Wahrnehmung. Da kriegst du jetzt eben dein Vorher und Nachher, das du immer jetzt denkst. Und das ist die Wolke. Okay? Und jetzt pass auf. Und wenn wir jetzt da einen Dampf reinblasen, dann hast du den Eindruck, dass da ein roter Strahl durchgeht. Das ist aber ein logisches Konstrukt, weil du meinst, der Strahl ist rot. Zeichne den roten Strahl als Ding an sich. Du siehst dann in diesen, ich sage mal, in diesen kleinen Partikeln, Wasserdampf oder Rauchpartikeln, sind alle weiß und manche in einer, genau in dieser Linie gedacht, sind rote Rauchpartikel. Jetzt sagst du, ist ja logisch, die wird ja mit einem roten Licht angeleuchtet. Das ist aber, man hat dir das so erzählt, das rote Licht selber siehst du nicht. Aber jetzt kommt's. Dort einen punktförmigen Lichtfleck. Hält man jedoch ein Haar in den Lichtstrahl, kann es an... Ein Haar musst du in den Lichtstrahl reinhalten. Jetzt sagen wir jetzt schon mal bei dem Haar, eigentlich spricht er Haar. Eine wahrgenommene Berechnung. So, jetzt kriegen wir schon einen Wellenberg. Ein GE, schau, wenn wir es ganzheitlich lesen, GE-Quadrat ist Bier. Und das ist GE. Was ist BIR? BIR. Da kommst du jetzt zum Brunnen. Und im Brunnen ist eigentlich genau genommen, heißt auseinandersetzen und erklären. Du erklärst dir alles mit der Logik, die du geistlos nachäffst, indem du dich zuerst einmal auseinandersetzt und dann erklärst du dir, wieso das so ist, wie du dich auseinandersetzt. Holofeeling erklärt dir, wie es wirklich ist und nicht, was du geistlos nachäffst.
Bist du dabei? Ja. Und jetzt haben wir bei diesem Haar interessant, hier in der Zeichnung ein Hund. Will ich jetzt nicht drauf eingehen, pass auf, was passiert. An der Wand zu einem eigenartigen Muster kommen, das in etwa so aussieht. Das sind Interferenzen. Wenn wir da einen ganz feinen Haar reinhalten, es funktioniert eigentlich bloß mit einem Haar, dann kriegst du hier dieses, das ist eigentlich jetzt schon der Doppelspalt. Wenn du nichts vom Doppelspalt weißt, ob das dann auch in deinem Traum wäre, ist eine andere Frage. Meinst du, in deinem Traum wird es Handys geben, wenn man dir das nicht erzählt, wenn das nicht einfach aufgetaucht wäre? Meinst du, du würdest glauben, dass die Welt eine Kugel ist, die sich um die Sonne rumdreht, wenn du den Glauben aus dem 12. Jahrhundert hättest? Es geht nicht darum, dass da außen eine richtigere oder eine verkehrte Welt ist. Alles, was in dir drin ist, sind deine Informationen und die werden bestimmt durch den Geist, durch den Intellekt, den der Geist, der du bist, zum Denken benutzt. Was auf dem Computerbildschirm auftaucht, bestimmt letztendlich die Daten und das Programm. Dein Wissen bestimmt, was du erlebst. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist und wie du es in dir verwirklichst. Aber jetzt zeige ich dir einen Fehler in dieser Erklärung. Liegt daran, dass Licht von Hindernissen beeinflusst werden kann. Wird das Licht also von einem Stab blockiert, kann es von diesem gebeugt werden. Das ist jetzt in einem gewissen Maß, weil es drumherum sich beugt. Das ist jetzt mit einem Stab basierend auf dem Doppelspaltexperiment. Wüsstest du davon nichts, könntest du dir es auch nicht denken. Denken, genau. Du kannst nur das denken, was du auf deinen Schwamm drauf hast. Auf dem Bildschirm deines Computers taucht nur das auf, was auf dem Arbeitsspeicher drin ist. Und darum haben wir eben im Hebräischen, jetzt hast du mal unser Mech. Das ist das hebräische Wort. Jetzt hast du mal das Geistige mehr als absolutes Kollektiv. Gestaltgewordene Gedankenwellen. Wir haben schon wieder die Wellen, die brauchen wir für Interferenzen, ist eine Kollektion von Denkmöglichkeiten und die limitierst du letztendlich mit dem, was du als richtig ansiehst. Nicht nur mit dem Intellekt, dein Intellekt lässt dich auch so viele Sachen denken, wo du zwar dir ausdenkst, aber dir deine Logik einredet, dass das verkehrt oder falsch ist. Das sind ja auch Gedanken. Das ist ja das, wo du dich so unendlich limitierst, im wahrsten Sinne des Wortes, auf ein Nichts von Wissen, weil du ja genau weißt, was stimmt und was nicht stimmt. Du bist einseitig, Kategorie 2. Das ist die Grundradix, dieses Fett, schau. FE ist P, ist hier, ist Pi. DT. Ja, genau. Und wir müssen jetzt diese gestaltgewordene, aufgespannte Kollektivität, das führt dich zu dem hebräischen Wort für das Gehirn. Das nennt man auch das Mark. Und dieses Gehirnmark zergehen, zerschmelzen, zu Form werden im Geist, ist immer eine Eheexistenz, die Gedankenwelt. Ja. Okay? Ja. Jetzt kann ich hier Mel, denk an den Himmel. Das kann ich jetzt mit 70 lesen, dann hast du ein gestaltgewordenes Joch, etwas Hochgehobenes und so weiter und so weiter. Was mir jetzt wichtig ist, ist, dass mir dieses Gehirn, Mechanismus, sage ich immer, Mechani, dieses Gehirn-Ich, machen wir jetzt einmal, ich nenne es immer Chef, Mech-Chef, das Gehirn ist der Chef. Shin und das B ist ja auch ein W, den kann ich Chef aussprechen, Mech-Chef. Ach, wo bin ich denn jetzt? Mächchen, jetzt kriegst du einen veranschaulichen. Und zwar durch Beispiele deutlich machen. B-I, da kann ich lesen, im Nichts oder in einem Trümmerhaufen. S-B-I sind meine Schwellen. Du bist dabei? Ja. Das ist die Gehirnlogik. Und jetzt machen wir mal einen Sprung, dass wir jetzt das einmal an Wort Anfang stellen und schauen, wie das weitergeht. Schau. Veranschaulichen. Das macht der Computer. Dieses Wort habe ich darauf hingewiesen, es kommt zigfach im Dennach vor, da wird es aber als Rechnungsführer übersetzt. Der Rechnungsführer. Und wenn dieser Computer, das bist du KI, die reine KI, du bestimmst doch alles, durchdacht, siehst du, generierte Kollektion wird ausgedacht. Indem du das dir über dich drüber legst, immer an unsere Meermetapher denken. Ja. Du bist immer. Du hast über dir jetzt erst einmal deinen Wasserspiegel,
Was ist im Meer und was denkst du dir dann aus dir, überlegst du dir über dich drüber? Das sind dann die Gedankenwellen und die schwingen letztendlich um diese Nulllinie, um den Spiegel herum. Du hast es auch darauf sein, siehst du? Ja. Die Radix kann man jetzt wieder vielfältig setzen, weil dieses Chat, wir machen den nochmal darüber, weil das Vorsilbe M heißt ja von. Siehst du, das kommt jetzt hier vom Rechnungsführer, das heißt jetzt schon Rechnung vom Denken. Das ist ein Denken, halten für im, schau mal, das Meer hat S-I-N-N. Genau. Wir können das noch mit Rot machen, das Meer ist das Bewusstsein Gottes und dann tauchen zwei Existenzen auf. Ah. Und das ist die wahrgenommene polare Existenz. Und zwar ist das ein Wunder. Ja. Von zwei Existenzen mit der Energie in der Mitte. Wir können mit Fantasie das auch als E Quadrat lesen, mit zwei verschiedenen Formen von Sein. E Quadrat ist ja JCA und ICA, ich und du, das sind die zwei ins Rot gelesen. Ich kann natürlich voll in das Plane reinspringen, in das Griechische, da kommen die Planeten her, wir sind noch bei den Sternen. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass ich im Faden nicht verloren habe. Damals hast du mal das Bella. Schau, das ist diese Grundradix. Ja. Da beginnt es. Schau mal, wenn du das jetzt das da mal schaust, haben wir hier das Gag. Ja. Das Wunder von Gag, von was Ausgedachten. In der Bibel ist das die Geschichte von Gag und Magog. Da bin ich schon mal drauf eingegangen. Ja, ja. Und dann wirst du plötzlich ein waches Bewusstsein. Okay? Ja. Und da kriegst du jetzt hier diese Spiegelung. P ist hier. SB, die Schwelle, wir machen es so, doppelt aufgespanntes Ach, übrigens auch Ach ist Bruder auf Hebräisch. Bruder. Wird jetzt in dir zu raumzeitlichen, zu einer Schwelle und das ist letztendlich, die Schwelle entspringt aus dem verbundenen Wissen, das hier ist B, unser Vieh. Das sind die Kreiszahlen, da sind wir doch draufgegangen. Das Vieh, das Pi, diese Buchstaben. Die Wachsbube. Und dann ist es auf die Seite W enden. Jetzt gehst du doppelt aufgespannt Ende, gehst du auf eine Seite. Aber was mir jetzt eigentlich wichtig ist, dass wir jetzt da ein E dran setzen und das, da kommen die Planeten her. Na. Den Plan. Planau in die Irre gehen vom Rechten weg. Das sind die Planeten, darum nennt man die auch Irrläufer. Die verführen und die täuschen dich. Denk an die Astrologie. Astruo heißt nicht nach außen gestreut. Das Irren ist, dass du meinst, dass die Sterne da außen sind. Die sind inwendig in dir drinnen. So, und jetzt schauen wir mal, wo hier der Fehler liegt. Das bedeutet, es bewegt sich um den Stab herum. Also das kannst du dir nur denken, wann wir es dir erzählt haben. Ich mache nochmal einen ganz kleinen Satz. Du musst unterscheiden, ob du eine selbst erkannte, erfahrene, im Mesokosmos gemachte Erfahrung hast, die du beschwören kannst. Du kannst nicht beschwören, dass du, ich sage jetzt selbst als Erwachsener, wenn du an deinen Körper denkst, du kannst nicht beschwören, dass der von deiner Mutter geboren wurde. Weil der wurde nicht von deiner Mutter geboren. Dein Körper entsteht jetzt, wenn du ihn denkst und das, was du dir denkst, was deine Mutter in die Welt geschmissen hat, war ein Säugling. Aber genau genommen war das nicht in der Vergangenheit, es ist hundertprozentig sicher ein Gedanke, den du jetzt denkst. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und ich betone immer wieder, alles Leid, was du erlebst, ist, wenn du das nicht opferst für das neue Wissen, das ich dir jetzt umsonst gebe. Und alles, was logische Konstrukte sind, sind Vorstellungen, die du in dir aufbaust, wie der Computer mit Dateien, die du aber in keinster Weise in deine mesokosmischen Weltwahrnehmung entdecken könntest. Du kannst keine Wassermoleküle denken und du kannst keine, was ich hier im Makrokosmischen, keine schwarzen Löcher entdecken, keine weißen Löcher entdecken, all das ganze Zeug, kein heliozentrisches Weltbild entdecken. Es ist nicht möglich, dass du das entdeckst. Du kannst dir das ausdenken und in deinem Kopf erschaffen und dir dann nach außen denken, unvorstellbar groß, oder die Atome und Elektronen und Protonen unvorstellbar klein. Unvorstellbar heißt nicht, dass du dir das nicht denken kannst,
Weil du stellst es ja nicht vor dich hin, sondern du denkst es in dir. Du machst genau. In dir die Information. Genau. Vorstellen kannst du dir es gedanklich, aber dann nur mit dem Zusatz, Wassermoleküle sind so unvorstellbar klein, weil die kann ja auf dem Mesokosmos auf der VR-Brille nicht auftauchen. Merkst du, wie genau die Sprache wieder wird? Oh ja, oh ja. Alles, was dir Naturwissenschaft, auch die Medizin erklärt, wie ein menschlicher Körper funktioniert, was Viren sind und so weiter und so weiter. DNA sind Vorstellungen, die bauen auf Wissen auf und das kann ein Computer nur auf dem Bildschirm darstellen, wenn er dieses Wissen in sich drin hat, wenn es im Arbeitsspeicher ist. Stimmt oder stimmt? Und du brauchst hier ein Wissen vom Doppelspaltexperiment, sonst kannst du das nicht nachvollziehen. Durch das erneute Zusammentreffen der Lichtwellen hinter dem Objekt können dann die sogenannten Beugungsmuster entstehen. Ein vertikal-stabförmiges Objekt beeinflusst das Licht so, dass ein horizontales Muster entsteht. Und jetzt pass auf, da kommt jetzt wieder eine schöne Erklärung, aber da ist natürlich wieder ein schöner Fehler drin. Da kriegst du jetzt eine Beugung wie beim Doppelspalt. Aha. Im Prinzip, was gerade hier dargestellt wurde, denken wir uns natürlich alles aus, weil da ist ja jetzt weder ein Lichtstrahl noch sonst irgendwas. Und den drehen wir jetzt mal. Wirft man nun Licht auf zwei im rechten Winkel zueinander stehende Stäbe, kreieren sie ein kreuzförmiges Beugungsmuster. In astronomischen Aufnahmen sind Sterne oft mit strahlenförmigen Zacken zu sehen, wie diese Aufnahme vom Hubble-Weltraumteleskop. Dieses Teleskop besitzt einen Sekundärspiegel, der das eingefallene Licht zu den Instrumenten sendet. Der Spiegel ist mit vier Streben nahe der Öffnung angebracht. Und diese das Streben. Muss man natürlich wissen, wie ihr Spiegelteleskop funktioniert. Das Teleskop ist eigentlich hier und da ist ein Spiegel innen drin, das ist Spiegelteleskope halt. Aber da ist schon wieder das nächste Problem, weil hier genau genommen das Kreuz, wo ich mir jetzt vorstelle, ist ein logisches Konstrukt, aber hier drinnen habe ich ein größeres Ding und dann kann das den klassischen Stand, so wie er dargestellt ist, gar nicht geben, ohne jetzt genauer darauf einzugehen. Sind ein Hindernis für die einfallenden Lichtwellen. Somit beeinflussen sie das Licht und erzeugen ein Beugungsmuster. Die Form der Streben erinnert an die beiden Stäbe, die ein kreuzförmiges Muster erzeugen. Nur hierbei findet sich das Muster in... Der Witz ist nämlich hier bei den Stäben definitiv, dass ich hier genau nochmal auf den Stab gar nicht draufgehe, sondern auf diesen Punkt leuchte, der wesentlich größer ist, wenn man das umrechnet, wenn man versteht, sind wieder Fehler drin. Aber es ist ja das Schöne, man erzählt dir, wie was ist und dann stellst du dir das vor und wenn dir das logisch erscheint, ist es so. Es ist wie... Wir machen es einmal ganz einfach, um das abzubrechen. Das ist wie der Gedanke, wo kommst du her? Und du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Und dann denkst du dir natürlich dann auch Frauen aus. Du kannst jetzt, wenn du dich in deiner Rolle als Frau erlebst, kannst du ein Kind auf die Welt bringen. Du hast drei auf die Welt gebracht. Das sind aber alles nur Gedanken. In der Vergangenheit war nie was. Jetzt könnte ich sagen, wenn du zurückblätterst, war das auch jetzt? Aber das ist alles relativ. Aber es ist ja, ich erkläre ja alles nur den Geist, der sich das alles ausdenkt. Wo kommst du her? Ausgedachte Dinge hören nichts. Ausgedachte Dinge sind weder gescheit noch sind sie dumm, sondern sie sind nur, wenn du sie denkst und dann sind sie so, wie du das mit deiner jetzigen Logik definierst. Ja. Das ist das Spiel. Das Spiel des Wissens. Es ist alles so, wie es definiert wird von dir, ganz persönlich. Und immer dran denken, wenn jetzt in deinem Traum andere Personen, andere Masken auftauchen, die kommen zuerst einmal aus dir, aus deinem Programm. Alles, was dir einer erzählt in deinem Traum, erleben du den Traum plus der Geist, der träumt, sind Facetten von deinem Wissen. Aber jetzt ist, ich sage immer wieder, auf der einen Seite projizierst du deinen eigenen Film und filterst den im Rückweg, nochmal im Durchweg, filterst du den mit deiner Persona in einseitige Wertungen. Und erst wenn du das dich erhebst und dann in die Symbole gehst, und dazu braucht man die Sprache. Unbedingt. Aber ich sage, das probieren wir im nächsten Leben, wenn du wach geworden bist. Da ist eh alles ganz anders. Jetzt musst du zuerst einmal wach werden und wach wirst du in einem gewissen Maß, wenn du anfängst, immer mehr zu werden und zu erkennen, bis du verstehst, was Holofeeling heißt. Ich bin alles, was ich jetzt denke, aber nichts von diesen Dingen, die ich mir ausdenke, weil ich nämlich immer bin. Ja. Ja. Ich bin die 200 Gramm rote Gnede und die 200 Gramm rote Gnede, wenn ich dir eine Tasse, einen Monitor, eine Landschaft, egal was ich denke. Wie oft sage ich ganz simpel, wenn du aus der Gnede eine Tasse formst und du hältst es hin und du fragst die Leute, was ist das? Dann sagen die, das ist eine Tasse. Jetzt forme ich das um und ich mache eine Computermaus draus. Wenn man jetzt das so, und dann mache ich ein Brezel draus. Du musst das ausprobieren mit normalen Menschen.
Habe ich so früher, du kannst dich erinnern, habe ich gesagt, was ist jetzt? Stell dir vor, ich forme das um, dann nehme ich ja das, ich forme das um, dann mache ich eine Brille draus, ich frage dich jetzt, was ist das? Dann sagen die eine Brille. Ich sage, Blödsinn, das ist Gnede, es ist 200 Gramm rote Gnede. Du verwechselst das, was ist, mit der Form von dem, was ist. Magst du das nicht die ganze Zeit, wenn du an dich selbst denkst? Jetzt kommt aber das Filter, dass du komischerweise, nur wenn du an deinen Körper denkst, sagst du, das bin ich. Sobald du aber Wand oder Haus anschaust, sagst du, das bin ich nicht. Es ist so schön, du gehst spazieren auf deiner Verabredung und du drehst dich und schaust beim Spazierengehen ein Haus an. Wo kommt es her? Jetzt hast du ja den zweiten in dir, das wurde irgendwann in der Vergangenheit gebaut. Ich mache mal Alternative, wir spielen hier entweder Anno oder Siedler. Das ist eine Computersimulation, wo du eine Insel bevölkerst. Du kommst auf die Insel, dann suchst du dir eine schöne Stelle aus, das wollen wir mal was bauen. Also schaue ich mal, wo Bäume sind. Und dann das Erste, was man in der Regel aufbaut, ist jetzt zum Beispiel mal eine Holzfällerhütte. Dann machst du die Stelle, das mache ich natürlich, wo Bäume sind, dass die das nicht so weit schleifen müssen. Und dann mache ich hier einen kleinen Klick, ich bin ja Gott, als Spieler bin ich Gott. Ich bestimme doch, ich habe doch den Joystick in der Hand. Dann mache ich einen kleinen Klick hin und bei den Anno-Serien, bei den moderneren sieht es dann, das geht ratzfatz. Dann tauchen plötzlich, da kommt übrigens der Begriff Wuseln her, bei Siedler, dann tauchen plötzlich so kleine Männchen auf dem Bildschirm auf, die wuseln rum und dann steht das Haus. Genau. Das ist aber übrigens vorher schon auf der Datei drauf war. Ja, genau. Weil alles, was auf dem Bildschirm auftauchen kann, ist in dir drin. Es ist aber noch nicht alles in deinem Arbeitsspeicher. Wir müssen ja tiefer, du musst tiefer graben. Ja. Aber was drin ist, ist das Problem, dass jedes Bild aus dieser Einheit jetzt entsteht. Das heißt, was du jetzt denkst, die Vergangenheit, die du denkst, dass da irgendwann einmal welche kommen, sind wuseln und zuck, 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 das Haus aufbauen. Das denkst du jetzt, wenn du das durchdenkst, du denkst das jetzt. Ja. Aber genau genommen, wenn du das nicht denkst, ändern sich die Pixel auf deiner Farbbrille, zack, und es ist da. Es entspringt alles aus dir und es ist jetzt da. Und mit dem nächsten Gedanken, zack, ist es wieder weg. Es geht dahin, wo es herkommt, alles. Und das sind wir. Das ist göttliches Bewusstsein. Und dann wirst du anfangen, all deine Facetten zu lieben. Und wenn ich jetzt einen Führerscheinprüfungsbogen mir einfallen lasse, diese Fehler sind bewusst erschaffen. Die Deppenphysiker sind bewusst erschaffen. Ich sagte, du musst es nicht bewundern. Abgesehen davon, immer wieder die alte Geschichte, wenn du doch schon weißt, dass du keine Ahnung hast, dann kannst du doch gar nicht beurteilen, ob einer, den du dir ausdenkst, eine Ahnung hast. Das ist doch schon wieder ein Dogma. Da muss nur ein Titel Physiker oder sonst was, Professor, Doktor, Doktor dastehen und dann hat er Ahnung. Wie definierst du eine Ahnung haben von etwas? Es ist doch auch bloß ein vollgesogener Schwamm. Und dann haben wir die Sache mit dem Ei, mit dem Vorher. Musst du mal in Physikbüchern reingehen, wie die dir das alles erklären. Auch hier Xenon, all die Sachen sind längst nicht gelöst, die sind bloß abgehockt, weil man nochmal weiterdenken wollte. Weil man Angst hat vor der letzten Konsequenz. Das ist schön zu sehen in dem letzten Selbstgespräch mit dem Physiker. Dass wir ja dann an einen Punkt kommen, wo die Masse unendlich wird. Was ist Masse? Das ist die Einstein-Formel, wenn man die anschaut. Wenn ich einmal das begriffen habe, bitte Wurzel, ich bin da so oft drauf eingegangen und ich weiß, dass das zwei Seiten sind. Und dass ich absolut gesehen hier diese Vorstellungen von Zahlenwelten, von Ziffern, das sind die Ziffern, die Geburt eines Intellekts erzeugt Pfanne, könnte ich jetzt sagen. Aber wir haben ja dort zwei FF dazwischen. Ziff ist ja Zip. Genau. Aber ich rede immer von gezippten Programmen. Aber was noch viel interessanter ist, was ist eigentlich das ZIP? Das ZIP ist, das sind ja die Zapfen in deinem Auge. Die Geburt von Wissen. Ja. Einfach nur die Geburt von, halt, da muss ich nochmal umstellen. Machen wir das Ganze, dass wir das haben. Einfach diese kleine Tabelle lernen. Die Geburt ist von speziellem Wissen, von Augenblick zu Augenblick. Das ist, das taucht was in dir auf. Ja. Und interessant, es fängt an, auf der Wasseroberfläche zu schwimmen. Das sind deine Gedankenwelt. Ja. Das ist Natio. Ja. Beachte lateinisch Natio, Geburt. Geburt. Abstammung. Ja. Kommt von dem Umherschwimmen in der eigenen Matrix. Die Nado.
Was natürlich dann schon wieder ganz interessant ist, wenn wir jetzt nämlich hier die Natio wieder hebraisieren. Die Nationen, NT. Ja. Dann kriegst du das Gegebene. Das ist Gag. Das Ausgedachte, Gall 333 gelesen, ist eben Exben eine herausgenerierte Es. Aus Es heraus, das Gegebene. Das ist NDN. Das kannst du übrigens dann spiegeln. Das ist dann ergeben werden, erlauben, gegeben werden, möglich sein. Und da haben wir schon wieder unser Möge, unsere Magie ist das Licht des Ich. Rot oder blau? So ist es still. Ein Traum. Lass mal es gut sein. Ja, ich will immer nur zeigen, dass da wirklich ein System, ein rein arithmetisches System im Hintergrund sitzt. Und da weiß die Welt nichts, die du dir ausdenkst, und die wird es auch nie wissen. Das zum Abschluss. Du kannst dir welche ausdenken, wo du dir denkst, dass die es wissen, wie zum Beispiel jetzt denkst du dir, dass der Udo das weiß, dann sage ich danke, weil ich bin jetzt ein G-Danke von dir, G-E. Ich sage danke, weil ich bin ja nur ein G-E-Quadrat-Danke. Eigentlich sage ich, bin du. Aber dieses Ich und Du ist nichts Ausgedachtes. Wir müssen immer wieder die Hierarchie, die Ebenen wechseln, so wie du irgendwann einmal von einem Punkt dir eine höhere Dimension, eine Reihe von Punkten ausdenkst, ja. Gespiegelte Punkte. Null ist der Punkt. Der fällt ins Koma und kriegt dann 9, 9, 9, 9, 9 Spiegelungen, Spiegelungen, die mir durch die 10 wieder 1 machen. Ja, machen. Genau. Und dann ist es, dass man den dann zuerst einmal aufrichten in die Transversale, dann kriegst du eine Ecke. Das ist übrigens exakt der Radius des Plus Plus. Ja, genau. Das nächste. Jetzt macht man schon wieder den Fehler, dass man das automatisch zumacht. Aber die Ecke ist eigentlich erst die Ecke. Das ist dann hier das klassische 1 Quadrat, wo wir uns denken. Das ist immer wieder hier 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist 2 Quadrat. Aber 2 Quadrat, wenn wir jetzt das ausrechnen wollen, dann müssen wir ja Wurzel machen. Und die Wurzel 2, kriegst du die 1,414. Und jetzt ist, wo ich im letzten Selbstgespräch darauf hingewiesen habe, dass wenn wir jetzt unser Quadrat denken, das ist nicht ein Quadratmeter. Schön auszurechnen. Weil genau genommen machen wir jetzt erst einmal dort die Hälfte rein. Also denk dir mal ein Quadrat und dann die Diagonale ist entscheidend. Denk an unseren Spiegeltunnel, es klappt ja alles über die Diagonale. Das heißt, wenn wir uns unser Spiegeltunnel hinstellen, dieses intern und extern, da klappt es ja immer, dass wir eine Krümmung kriegen, müssen wir das Quadrat über die Diagonale knicken. Das sind die einzelnen Facetten von unseren Spiegelungen, wo der Volk immer die schönen Bilder reinstellt. Ja. Und wenn du da jetzt die Fläche vom Quadrat, solange das eine unendliche Ebene ist, zuerst einmal vom Dreieck ausgehst, dann hast du ein Quadrat und ein Quadrat ist ja hier, und das wird jetzt das Interessante, ist, die Wurzel ist eine irrationale, transzendente Zahl. Das heißt, dieses Dreieck, das ich nehme, die Hälfte über die Diagonale von dem ein Quadrat, weiß ich, dass diese Fläche irrational ist. Und wenn ich das jetzt mal 2 nehme, bleibt es irrational. Das heißt, es verflüchtigt sich in einem unendlich großen Komplex. Und das ist die Ausgangsbasis, das ist die rote 1. Die ist unendlich viel und nichts gleichzeitig. Das ist jetzt ganz einfach, hoffe ich einmal, ausgedrückt. Und wenn man das hört, es nützt dir nichts. Inwieweit fängst du das an, in deinem normalen Denken einfließen zu lassen? Ja. Das erfordert Bewusstsein. Das heißt, das, was ich mir wünsche jetzt, dass du an deinem Bewusstsein arbeitest, nicht unbedingt an deinem intellektuellen Wissen. Das kann dich extrem in Sackgassen führen. Ich erkläre dir, was du bist immer. Und du musst daran arbeiten, dass dir das immer bewusst ist, dass du immer bist, indem du schlichtweg und einfach so weit möglich dich bemühst, bei jeder Kleinigkeit dir bewusst zu machen, was ist jetzt da. Und dann vollkommen wertfrei schaust, wie du dich selber umformst durch Reaktion, was ich Hirnwichserei nenne. Wie du kleinste Reizauslöser, du sofort wieder in die Vergangenheit, wer schuld ist, warum das so ist, was richtig ist, was verkehrt ist. Du baust förmlich, das ist die klassische Mathematik, wenn ich sage, das ganze mathematische Kartenhaus in der Physik, auch jetzt mit diesen unheimlichen neuen Rechenwegen, die haben übrigens eine neue Form von Pi entdeckt.
ganz gestern oder vorgestern in den Nachrichten gelesen. Wie der Mathematiker nochmal ganz neue unendliche Pi mit unendlich Nullen entdeckt. Das ist diese Hirnwichserei, wo nachgeäfft wird. Wenn einer was entdeckt, wir haben schon wieder end die Ecken, immer die Vorsilbe end, die zwei Seiten melden. Ja. Dann muss ihm das einfallen. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Selbst wenn wir uns jetzt, du hast immer eine Grundlage, wenn ich mir jetzt einen Einstein ausdenke, dann muss jetzt erst einmal klar sein, den Einstein, der ist, weil ich ihn denke. Die Ursache ist, weil man wissen, speichert was von einem Einstein drin ist, immer ein Schwamm. Hätte ich nichts von einem Einstein gehört, könnte ich mir auch keinen Einstein ausdenken. Richtig. Und ich bestimme mit dem Wissen, dass ich geistlos nachäffe, was er entdeckt hat oder gemacht hat oder wie er ist. Aber das Wissen, das ich nachäffe, ist bloß eins von vielen Wissen. Dasselbe ist jetzt mit Meinungsumfragen. Wenn wir in die Politik gehen, werden ja ständig Meinungsumfragen gemacht. Aber was willst du von der Meinung, von Gedanken von dir wissen, die selber gar keine eigenen Meinungen haben? Die Meinungen sind irgendein einseitig angelesenes Wissen. Weil alles, was über den persönlichen Erfahrungsbereich hinausgeht, jetzt immer vom träumenden Geist ausgehend, kannst du ja nur nachplappern. Darum ist das Erste, was ich dir anrate, glaube und arbeite letztendlich nur mit dem, was du ohne Meinheit beschwören kannst. Dann sind sowieso schon 99,99% deines Wissens ist schon mal auf der Seite möglich. Ich sage, es ist eine Information, die ich vom Hören sagen kann, hat aber nichts damit zu tun, dass es einen Anspruch hätte auf eine absolute Wirklichkeit. Absolute Wirklichkeiten ist das, was es wirklich selbst erschafft, das ist das, was du beschwören kannst. Du kannst nicht beschwören, dass dich deine Mutter auf die Welt gebracht hat. Du könntest jetzt beschwören, dass du Kinder auf die Welt gebracht hast in der Vergangenheit in Form als Trockennasenäffi. Das kannst du jetzt beschwören, weil das ist ja, ich sage mal in Anführungszeichen, von dir erlebt worden, selbstgemachte Erfahrung. Selbstgemachte Erfahrung. Warum du diese Erfahrung machst, das hängt aber wieder von deinem Programm, von deinem Schwamminhalt ab. Weil du hättest nie Kinder geboren, wenn man dir von vornherein erzählt hat, dass du kein Affenweibchen bist. Genau. Richtig. Ich gebäre, meine Kinder sind das, was ich Brösel nenne, und die gebäre ich so, wie ich sie mir ausdenke, in dem Moment, wo ich sie ausdenke. Das heißt, ich bringe meinen Redo auf die Welt, wenn ich an meinen Redo denke. Oder mein Holgerchen, wenn ich an meinen Holger denke. Und wenn ich ihn nicht mehr denke, dann hole ich ihn wieder in meinen Vorderschuss zurück. Nein. Also ich muss da nicht das Theater machen, hier so ein kleinen Blätter, dass du mal hier vollgeschissene Wittelzappen machen über Monate. Das war ich früher auch schon mal, aber das muss nochmal sein, das kann man überspringen. Das nennt man Zeitmanagement. Das kann man auch geistreich gestalten. Aber du musst die Freiheit haben und die musst du dir erarbeiten, so wie du in der Führerscheinprüfung deine Freiheit erarbeiten musst, indem du zuerst einmal die theoretische Prüfung bestehst, indem du die Fehler erkennst, dass dir die bewusst werden und dass da noch für jede einseitige Aussage ist fehlerhaft. Ja, aber was fehlt? Es fehlt was, wie der Name schon sagt. Das heißt, solange dein Denken permanent kritisiert, dass das nicht stimmt oder das falsch ist oder das nicht stimmt, ist deine Logik noch nicht vollkommen. Und es geht jetzt um eine vollkommene Logik zu bekommen, ist nicht unendlich viel intellektuelles Wissen nötig, sondern unendlich viel Liebe. Die Selbsterkenntnis, dass egal was einer behauptet, aus seiner Perspektive, aus einem unendlich vielen großen Topf von Perspektiven, jetzt was anschaut, was ich momentan nicht sehe, weil ich in einer anderen Perspektive, aber definitiv ich trotzdem weiß, dass er auch recht hat. Es gibt dann Frieden. Dieses Denken ist die Frucht des Paradieses. Genau. Dann müssen wir nochmal ausdiskutieren, wer recht hat. Und in dem Moment, wo wir nochmal ausdiskutieren müssen, wer recht hat, müssen wir nochmal streiten. Und in dem Moment, wo ich erkenne, dass du ein Teil von mir bist, dann wirst du mit deinen Teilen umgehen, wie du jetzt mit deinem Körper umgehst. Ach. Außer dann, du bist in Schönheitsidealen, dann fängst du an, den ganzen Brumm zu kritisieren und das anders haben wollen, wie das eigentlich richtig ist. Weil du ja das als verkehrt definierst. So wie Gott dich erschaffen hat, das stimmt ja dann nicht, weil du eine ganz klare Vorstellung hast, wie was richtig ist, wie was schön ist. Aber das ist wieder ein Nachäffen einer einseitigen Meinung.
Das ist, du hängst da in einem riesen Geflaggere von selbst erschaffenen Leitrennen und einseitigen Vorstellungen. Das geht schon bei gesund und krank los. Das ist, was passiert mit dir, wenn du wirklich begreifst, dass dein Körper genauso ein Gedanke ist wie alles andere, was nicht existiert, was eigentlich heil ist. Du Mensch bist heil, wenn du dich nicht mit den Körper verwechselst, an die du denkst, wenn du an dich denkst. Sondern du begreifst, ich bin eigentlich das ganze Programm, aus dem unendlich viele Bilder entspringen können. Denk bloß wieder, ich kann mir das Internet ausdenken und anhand vom Internet mir unendlich Milliarden von Internetseiten ausdenken. Das kann ich, muss ich ja nicht machen. Du musst das Prinzip im Hintergrund lernen und nicht, dass du das ganze Wissen benötigst. Das ist ja schon in dir drin. Das ist das Spiel des Lebens. Das ist jetzt übrigens kein Science-Fiction, wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Das ist die wirklich geistreich logische Konsequenz, zusammengeschmissene Sequenz, wenn du Holofeeling diese einfachen Grundlagensätze verstanden hast. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und das Einzige, was ich sage, du setzt jetzt zuerst einmal dich ausgedachterweise nicht mehr als sterbliche Säugetier, sondern als träumenden Geist. Ich nenne das auch oft als einen Computer. Und den Intellekt, den du zum Denken benutzt, ist jetzt einfach nur eins von vielen Programmen, das du im Arbeitsspeicher hast, das du zu durchschauen hast. Mit dem Wissen, dass da auch noch ganz andere Programme gibt. Du wirst dann auch erkennen, dass wenn was in dir auftaucht, was deiner Logik komplett widerspricht, dass das aber hundertprozentig sicher auch logisch ist, bloß von einem anderen Programm generiert. Genau. Genau. Und dann kommen nochmal die Stufen mit dem Betriebssystem. Dass man da immer wieder, das kannst du immer wieder nochmal eins drauflegen. Aber es reicht, wenn du das langsam anfängst zu verstehen. Und dann wirst du sehr wach. Und du wirst dann, dir wird dann auch bewusst, dass du immer wieder wegglitscht. Aber im Jetzt. Das ist übrigens die Kleinigkeit, wo ich so oft darauf hingewiesen habe, wenn jetzt was kommt. Und das ist der Gedanke, die Information taucht in dir auf, da bin ich wieder vollkommen neben mir gestanden. Wenn der Gedanke auftaucht, bist du eben nicht neben dir gestanden und hast dich beobachtet. Genau, das ist es. Und ich bringe das nochmal auf den Punkt. In dem Moment, wo dir eine Unbewusstheit bewusst wird, Bewusstheit, ausgedachte Bewusstheit, entdeckt in sich eine Unbewusstheit, in sich selber. Kommt das nächste Problem, das gehört untrennbar zusammen. Es muss ja Bewusstsein da sein und Unbewusstsein wahrzunehmen. Jetzt ist aber Unbewusstsein ist jegliche Form von Information, weil die Bewusstheit ist die 200 Gramm rote Niere. Das heißt, alles, was Form ist, ist existierend. Existierend ist vergänglich. Bewusstheit ist ewig. Also kann was existieren, das gar keine Bewusstheit sein, sondern das ist dieser ständige Wechsel von Unbewusstheit in mir, sind meine Informationen. Informationen können nichts wissen und nichts empfinden. Ich bin die Bewusstheit, das Immerseiende, natürlich jetzt ausgedachterweise. Wenn mir jetzt bewusst wird, Mensch, da bin ich neben mir gestanden, wird mir eine Unbewusstheit jetzt absolut bewusst. Es ist aber wieder ein kleiner Fehler, weil das eine ausgedachte Bewusstheit ist. Genau. Denke ich, dass ich in der Vergangenheit unbewusst war. Bewusst gewesen bin. Weil jetzt ist mir sehr bewusst. Sobald ich weiß, dass auch diese Bewusstwerdung der Unbewusstheit nie in der Vergangenheit war. Ist ja auch wieder der bewusst, der Bewusstwerdende, der weiß, Mensch, da bin ich neben mir gestanden, eigentlich glaubt, dass er jetzt ja verstanden hat, aber in der Vergangenheit hat er nicht verstanden. Ist er immer noch ein ausgedachtes Bewusstsein, das absolute Bewusstsein ist immer hier und jetzt und das kannst du dann aber ausdenken. Das ist die Synthese von Bewusstheit und Unbewusstheit. Ich könnte sagen, die Synthese von Denker und Ausgedachten. Ich könnte sagen, die Synthese von Segerwinne Körper, vom Denker, vom Adam. Der sich den Adam ausdenkt, ist der Gottessohn. Und nicht der Adam, der männliche und die Eva, die weibliche Hälfte. Genau. Das, wenn man das wiederholt, das wird alles in den Schriften erklärt. In den Physikbüchern, in den Arithmetikbüchern, immer dran denken, ich sage jedes Mal dazu, wenn ich Physiker vorführe, als Pixelmännchen zum Beispiel, dass alles, was in den Formelsammlungen drin ist, stimmt. Selbst die Fehler sind richtig. Ich habe immer wieder ganz gezielt Fehler. Ich neige zurzeit dazu, immer wieder Versprecher reinzusetzen, wo ich mir dann welche ausdenke. Das stimmt aber nicht. Manche bringen das aus dem Gleichtag. Andere sagen, ja, da hat er sich jetzt wieder versprochen. Die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen sind bewusst erschaffen. Das will ich dir damit sagen.
dass du aufmerksam wirst. Ich mache dann immer so Kleinigkeiten und wenn du wirklich dabei bist, merkst du, oh, der hat jetzt nicht aufgepasst, hat er was Verkehrtes gesagt. Wer eigentlich? Der, den du dir ausdenkst, der kann eh nicht anders sein. Das spitze ich in uns ab. Genau. Okay. Immer. Immer alles ist gut. Ja. Und die Wunder passieren, Mama. Passieren in deiner Welt, wenn du jetzt das Programm runterlaufen hast, passieren bei dir Wunder? Ohne Ende. Ohne Ende. Ich jetzt noch, hier bringen die Song selber und ich sage, so ein Scheiß und man wiederholt sich immer wieder. Wir brauchen zu denen, brauchen wir die. Aber immer ja. Dran denken, alles, was du dir jetzt aufgrund dieser Worte ausdenkst, erlebt sowieso nichts. Wo ist es? Da ist einer. Du bist der, der alle Bücher liest, wenn du ich bist. Aber ja. Sobald du in einer Rolle drin steckst und du steckst, du SDX in der Rolle und das, was du als Kreis, als Sinus siehst, sind deine Blickwinkel. Und jetzt ist es, dass wenn wir die Blickwinkel machen, das Zentrum ist entscheidend, diese Blickwinkel. Wir können natürlich Cosinus, Sinus, Cosinus, das ist jetzt alles Hirnwichserei, was aber alles wichtig ist. Immer dran denken, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht wie ich dich in dem Zentrum wäre. Auch die Fehler sind wichtig im Führerscheinprüfungsbogen. Da ist nichts falsch gelaufen, wenn du das von der Ebene dessen siehst, der den Führerscheinprüfungsbogen entwirft. Weil du ja geprüft werden musst, ob du die Reife schon hast. Und ich prüfe nicht dein intellektuelles Wissen. Ich erwarte von dir nicht, dass du zum Beispiel die hebräischen Zeichen kannst. Es geht mir nicht um Wissen. Darum sage ich mir wieder als Uri, ich kann nicht einmal Englisch. Bin nur Vollpfosten. Es geht um die Liebe. Einfach zu wissen, was in mir auftaucht. Ich liebe es. Ich liebe es ganz einfach. Hier bin ich, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Das ist das Geheimnis. In der Geschichte, wie ich meinen Laden noch hatte mit meinem Erich, mit meinem Prokuristen. Und das war ein Dickschädel ohne Ende. Ein erwecktes Ich, halt ein blaues Ich. Und der hat sich oft aufgeregt. Der war so benibel in der Buchführung. Und wenn er Urlaub hatte, dann musste ich ja zwangsläufig die Rechnungen schreiben. Und dann habe ich mal wieder das Datum vergessen, wenn er Stress war. Und das war für ihn ein Horror. Der war unheimlich akkurat. Und dann hat er mich angeschissen und gesagt, Erich, das ist jetzt passiert, was soll ich machen? Ich bin schuld, ich habe nicht aufgepasst, aber der wird mir dann mal so symbolisch die Zähne ausschlagen. Ich sage immer wieder, egal was du von mir denkst, du kannst mich nicht daran hindern, dass ich dich trotzdem liebe. Das genau. Ist der große Zauber, der deine Welt verwandelt. Und deswegen musst du kein Arschkriecher werden. Es ist wie im Zoo, du musst dich nur von den gefährlichen Tieren fernhalten. Sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Das Wertvollste, was du hast, wiederhole ich immer wieder, sind die Sprichwörter und die Märchengeschichten. Alles, auch deine Geschichtsbücher sind nur Märchengeschichten. Denk an das letzte Selbstgespräch mit der Illusion. Ja, alles. Schriftstück ist ein Schriftstück. Du definierst, ob es jetzt ein Märchen ist oder ob es ein Geschichtsbuch ist oder ein wissenschaftliches Buch oder Science Fiction. Und schon mit diesem Hintergrundwissen siehst du, obwohl du dasselbe denkst, ist ganz anders. Weil einmal bist du felsenfest davon überzeugt, es war so in der Vergangenheit und das andere ist bloß eine Fantasy-Geschichte. Aber wenn ich dir jetzt ein Buch gebe und du weißt es nicht, ob es ein Geschichtsbuch ist, dann ist es prinzipiell, du machst aus Worten im Maße zum deiner Wortauslegungen Informationen in einem ständigen Wechsel in dir. Ich beschreibe vollkommen präzise, einfach und wertfrei, was sich in uns Geist abspielt, wenn wir zum Träumen anfangen. Und für jeden Gedanken, den du denkst, gibt es kein Vorher und kein Nachher. Und es gibt für die Gedanken, die du denkst, auch kein Woanders. Wenn du das akzeptierst, bist du mit einem Fuß eigentlich schon draußen. Dann geht aber der Film oberflächlich betrachtet ganz normal weiter. Er wird aber dann sehr interessant und spannend und spaßig. Und er kann jetzt wirklich unberechenbare Haken schlagen. Macht dir das jetzt Angst oder siehst du das positiv? Du musst wissen, in dem Moment, wo etwas auftaucht, wo du überhaupt nicht damit rechnest, muss man nochmal zwei Seiten machen, nochmal unterscheiden. Ist es etwas, was du prinzipiell denken kannst, oder ist es was vollkommen Neues? Weil alles, was du prinzipiell denkst, ist etwas, was du dir ausrechnest. Das definierst du dann wieder als positiv oder als negativ. Wenn jetzt aber was auftaucht, wo du gar nicht damit rechnen konntest, weil deine bisherige Logik das überhaupt nicht möglich gemacht hätte, dann fängt sich an, in deinem eigentlichen Programm was zu erweitern. Das ist der Aufstieg in eine höhere Ebene, in ein höheres Betriebssystem beziehungsweise in ein komplexeres Programm. Als Denkschwamminhalt. Das passiert durch diesen Vervollkommnungsprozess H,
Buchstabe, Wort, Satz. Das werden immer größere, komplette Komplexe, wo die Einzelteile dann zwar da sein müssen, sonst könntest du nicht lesen, die du aber gar nicht mehr beachtest. Du hast keinen Fokus mehr drauf. Ja, du musst dir das vorstellen, dass das, was für dich zurzeit von Interesse ist, wo du dich darauf fokussierst, ich meine jetzt Lebensabschnitte, irgendwelche Bereiche, entweder Fußball oder Familie oder Arbeit oder Ärger oder Corona bekämpfen oder egal was du magst, betrachte das einmal als ein Buchstaben. Wenn du jetzt liest, ist es ja mit dabei. Aber du wirst den Buchstaben, wenn du wirklich liest und dann eine höhere Welt, einen Kontext aus den Sätzen aufbaust, wirst du an die einzelnen Buchstaben und Worte gar nicht denken. Bewusst denken, weil ja nur deine Vorstellungen da sind. Ja. Und genauso ist alles, was du heute unheimlich, das sind meine, unsere 3x3 Wachstumsstufen. Das, was dich, bevor du in die Schule gehst, interessiert, ist was anderes, wie was du dann nach der Pubertät oder auch in der Schule. Das ist, du wächst förmlich immer wieder raus. Das ist diese Verwandlung. Aber was sich nicht verändert, ist der Geist, der es erlebt. Und so, was hast du Angst? Es ist der Zweifel an dem, was ich dir erkläre, dass das nicht stimmen könnte. Und dann sage ich, jetzt ist der Zweite wieder übermächtig. Der Erste erklärt das, was jedes Kind sofort überprüfen kann. Meine Johannes-Offenbarung, wenn ihr nicht, wahrlich, ich sage dir, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht betreten. Ein Kind ist neugierig, es will die Welt erforschen und du tust dich nur abblocken. Das will ich. Du sperrst dich in kleine Bereiche ein deiner Interessen und alles andere interessiert dich nicht. Wir brauchen das Gegenteil, wo ich sage, sag mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Fühlst du dich in dieser Gemeinschaft wohl oder fühlst du dich nicht wohl? Und da wirst du feststellen, die in ihre Sekten rennen oder in ihre Parteien rennen, oberflächlich fühlen die sich alle wohl. Wenn du aber reinschaust, was du meinst, innerhalb sind die Machtkämpfe, sind alle zerstritten, egal welche Grüppchen das sind. Ja. Und den Weg, den ich dir vorschlage, den kannst du nur ganz allein gehen. Es kann nur der eine wach werden, der träumt. Und dann nimmst du die sowieso alle mit, weil die alle in dich reinfallen. Ja, weil die sind ja aber alle so. Nur mitnehmen kannst du die nur in einer Form der Einheit. Das ist der Prozess des Übergangs. Du musst einmal dieses ganze Wissen, dieses Buch, ein Chat machen, zuklappen, ins Bücherregal reinstellen und dann bist du für einen ganz kleinen Nicht-Moment vom Bücherregal. Vom Bücherregal ist aber keine Information mehr drin. Das ist nur noch die Stille in der Esoterik, die dir anstreben wollen. Ausgedachte Stille ist keine Stille. Und du wirst merken, lies, fällt mir gerade spontan ein, Holofeeling für Neugierige. Wo ich sage, eigentlich das, was du in der Esoterik Erleuchtung nennst, ist die Pubertät. Das ist diese, du sitzt da, willst du dann den ganzen Tag umschreien? Du würdest dich zu Tode langweilen. Ich will doch was Neues, einen neuen, einen besseren, einen komplexeren Film erleben. Genau. Und man will ja lernen und Erfahrungen machen. Richtig. Und immer nur weiter. Das ist genau das ist es. Und ihr Ende. Schaut, was ich noch für Formen ich mir geben kann. Die Formen, die Informationen, die du Geist, du 200 Gramm rote Gede dir selbst gibt, hängt aber von dem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt. Und jegliche Form von Erweiterung deines Intellekts bekämpfst du ja. Das ist Liebe deine Feinde. Du willst ja mit allem, was dir unlogisch erscheint, nichts zu tun haben. Und genau das wäre der Schlüssel in die Freiheit. Dass du dich anfängst, für das zu interessieren, was dir bisher am Arsch gegangen ist. Und dafür musst du, solange du noch einseitig bist, eine Maske trägst, halt das opfern, was für dich das Wichtigste war. Und dann versteht man auch irgendwann, dass es keine Feinde gibt. Du wirst immer dein Interesse zuwenden, wo deine Logik dir aufzwingt. Es ist ja nicht das, was deine Logik dir aufzwingt, dein Intellekt, ist nicht deine eigene, ureigenste Meinung und dein Interesse. Und nochmal wirklich aus Spaß, weil man ein Prinzip verstanden hat, sich für was interessieren, was man bisher eigentlich gar keinen Fokus drauf gelegt hat. Ja. Man kann sich zumindest und immer wieder in einer Endlosschleife dasselbe Zeug wiederholen. Oder man kann sagen, jetzt fange ich einmal an, mich in mir mit etwas auseinanderzusetzen, das sind ja meine Informationen, wenn ich eine Wichserei betreibe, wo mich bisher überhaupt nicht interessiert hat. Vielleicht ist da was dran. Das kannst du doch erst beurteilen, wenn du das gemacht hast. Wenn du aber deine Logik von vornherein sagst, das schmeckt mir nicht. Das ist übrigens der Beginn von dem ersten Ohrenbarungsbuch, die Ohrenbarung über Stereoanlagen. Ich erkenne plötzlich, dass mein Geschmack die eigentliche Falle ist.
weil ich meinen Geschmack, ich sage das, was ich als richtig ansehe, nicht mehr in Frage stelle. Dieses Beispiel zum Abschluss, wenn Milch, immer dran denken, das Weltliche, Milch, Hebräisch, wenn Milch für mich ein hochköstliches Getränk ist, wenn mir Milch schmeckt, wird nichts und niemand mich davon überschmeckt, schaumeckt, das ja. Weltliche eckt, wird nichts und niemand mich davon überzeugen können, dass Milch nicht schmeckt. Es können jetzt eventuell welche auftauchen, Fachleute, Wissenschaftler, Nahrungswissenschaftler, die mir erklären, dass Kuhmilch für den menschlichen Körper gar nicht gesund ist. Dass der menschliche Körper, der Verdauungsorgan gar nicht gemacht ist für Kuhmilch. Kannst du übrigens nachlesen, geh einfach in dein Internet, da wirst du Fachleute, Nahrungswissenschaftler sagen, die sagen, Kuhmilch ist ganz schlimm. Kinder, um Himmels Willen keine Kuhmilch geben, ist nicht gesund. Ich kann ja natürlich wieder welche zeigen, Milch und Quark ist total gesund, weil wir haben unsere fünf verschiedenen Zeiten, die sich widersprechen. Ja. Das interessiert uns nicht. Aber es kann in mir einer auftauchen, der mir wissenschaftlich erklärt, dass Milch nicht gesund ist, aber was er mir nie erklären kann, dass es nicht schmeckt, weil mir schmeckt es ja. Genau. Richtig. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich frei werden will, muss ich meinen eigenen Geschmack, mein eigenes Wissen in Frage stellen. Auch wenn mir das hundertprozentig logisch erscheint, wenn mir schmeckt. Ich muss es in Frage stellen und das mache ich nicht als normaler Mensch. Du stellst alles in Frage, bloß nicht deine eigene Logik. Du bekämpfst lieber das, was dir unlogisch erscheint. Und das ist genau, dass du genau nochmal die Seiten, die du brauchst für deine Heiligung. Das ist wie bei meinem Klingelingeling-Beispiel. Es klingelt, weil da außen hin ist, der mich anruft. Ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Wir schauen nochmal, was ist. Wenn du nur träumst und ständig wechselnde Bilder hast, es taucht in dir außen nichts. Wenn du träumst und das Telefon klingelt und du schläfst, klingelt es nicht, weil außerhalb deines Traums einer ist, der dich anruft. Da ist nicht einmal ein Telefon da. Du machst erst aus dem Geräusch, ob ich jetzt hinschreibe Klingelingeling und ich schreibe Telefon hin. Und? Das sind erst einmal zwei Worte. Da kann ich jetzt ein Geräusch draus machen. Und ich jetzt zu dir sage, jetzt denk mal an dein Telefon, dann kannst du dein Telefon ein Bild rausmachen. Ich kann aber jetzt auch in dir genau dieses Klingelingeling auftauchen, das Telefon, Klingelgeräusch, das du auf dem Telefon drauf hast, und dann wirst du an dasselbe denken. Das sind zwei verschiedene Worte, geschriebenerweise, als Geräusch, die dasselbe Bild in dir auslösen. Aber nur ausgedacht am Ende. Und dann denkst du dir, wer ruft mich jetzt an, weil deine Logik dir das aufzwingt. Das muss verstanden werden, das gilt für alles. Und das kann ich jetzt überprüfen. Ich kann den ständigen Wechsel meiner Informationen beobachten. Das ist das, ich reite nur auf diesen Sachen rum. Und wenn du das, wenn sich das wiederholt, hast du es noch nicht. Du wirst feststellen, in deinem Alltag wirst du das immer wieder vergessen. Und keiner weiß das besser, wie ich, wie viel Leben ich gebraucht habe, bis, obwohl ich das schon gewusst habe in einem Buch, das sich durchschleift. Das ist übrigens im zweiten Gebot, kommt es. Das erste Mal, mach dir kein Bild von Gott, das hast von dir selbst. Bezelem, die Zwiebelschale. Mach dir kein Bild von was da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und dann geht es weiter, dass sich das bis ins dritte und vierte Glied durchschleifen wird. Ja. Das heißt, du wirst, wenn du das jetzt in dem Leben hast, wirst du das immer noch mitnehmen, das Problem, du musst es verfeinern. Also ich kann nur sagen, wenn du mich jetzt sprechen hörst, lebst du ewig, ob du das glaubst oder nicht, du machst es bloß selber schwer. Und dann wirst du irgendwann einmal bestrebt sein, dass du geistig wächst. Und das ist das Schöne, dadurch musst du nichts an deiner jetzigen Rolle verändern, weil die maßgeschneidert ist. Ich sage das immer wieder, du hast jetzt was zu lernen. Und in den jetzigen Leben sagst du mal, wer du bist. Dass du wirklich dich löst, das Loslassen lernen von dem blinden Nachgeäffe von Figuren, die in deinem Traum auftauchen. Das Einzige, worum es zurzeit geht, dass du weißt, egal wer in dir auftaucht, er ist, weil du ihn jetzt denkst, weil du diese Form als Information annimmst. Wo eine Riesenfalle im Hintergrund ist, eine Gefährlichkeit ist, wenn du jetzt diese Erkenntnis wieder beziehst auf dich selber, auf deinen Körper. Ich weiß ja alles. Dann bläht sich nämlich die Hybris auf, dann versucht man, das ist genau die Typen, wenn du dann jetzt einmal in Worten ausgedachter Weise, ich kenne einen, der hat sich mit Holofeeling beschäftigt, der ist in die Klapse gekommen. Ich kenne da mehrere. Die jetzt nur ein Gedanke sind, die nicht existieren, wenn ich sie denke. Was soll mir das sagen? Da ist aber nicht Holofeeling dran schuld. Es ist, dass die dieses Ich bin Gott
auf ihr Ego beziehen. Person bezogen haben. Mhm. Was übrigens auch ein bisschen richtig ist, wenn ich sage, das Ego ist das Programm, dann ist dieses Programm der Schöpfer für die Sachen, die dieses Programm aufwirft. Freilich. Aber nur als Regelsystem, weil ein Programm selber ohne einen Geist, der dieses Programm zum Denken benutzt, ein Programm gar nichts machen kann. Genau. Das heißt, ich sage, der Geist symbolisiert man mit dem Milchchef, mit dem Computer. Das Ego ist ja nur das Regelsystem und die Daten. Und die können nichts machen ohne den Computer. Aber der Computer wiederum kann nichts machen ohne den Geist, der sich im Computer ausdenkt. Und jetzt kommst du in die Trinität. Das sind die Metaphern. Das ist jetzt die Philosophie auf dem höchsten Stand, die jetzt mit der normalen menschlichen Logik auch sofort nachvollziehbar ist. Wie ich immer sage, ich muss mich runterrationalisieren, ich kann nur mit Basic, wenn ich meine Betriebssysteme nenne, Basic als primitive Ausgangsbasis, ich kann mit einem Basic-Betriebssystem Programmen, die auf Basic laufen, nur im Basic reden. Und ein Grundsatz war immer wieder, dass ich sage, du wirst dich wundern, wie viel in deinem Basic drinsteckt. All das ganze Holo-Feeling ist jetzt praktisch Basic. Bloß extrem aufgeblasen. Es ist ja immer noch, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, muss dir das logisch erscheinen, weil ich rede ja von dem, was hundertprozentig sicher ist. Ich verlange ja von dir im Gegensatz zu gläubigen, religiös gläubigen oder naturwissenschaftlich gläubigen Menschen nicht, dass du irgendwas glaubst, was du nicht überprüfen könntest. Darum betone ich das immer wieder, dass hier definitiv jegliche Form von Religion oder Esoterik oder Naturwissenschaft, mit der du bisher in deinem Traum als Information konfrontiert wurdest, einzig nur aus Dogmen besteht, die blind geglaubt werden müssen, aus Axiomen und Dogmen und Paradigmen, weil du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ja. Du kannst nicht erklären, wie viel 10 hoch, was weiß ich, 73 Atome sich im Universum oder wie viele Atome sich in einem Kubikmeter Luft befinden. Du kannst nicht überprüfen, ob Jesus gekreuzigt wurde. Ja. Oder der Jona von einem Wal aufgefressen wurde. Oder der Kain seinen Bruder erschlagen hat. Du kannst das nicht überprüfen. Es erfordert blinden Glauben. Die naturwissenschaftlichen Behauptungen genauso, weil es einfach nur symbolische Vorstellungen sind. Das fällt bei Holofeeling alles weg. Es konzentriert sich auf das, was jetzt da ist. Und die meiste Zeit ist das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, sprich dieser Körper, den du jetzt denkst, der von der Vergangenheit noch gar nicht da war. Jetzt haben wir wieder das Problem, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Okay. Das heißt einmal an den aktuellen Körper. Eben jetzt, nur aktuell. Eben jetzt, nur hier bloß Hebräisch. Und dann kannst du dir jetzt auch an jüngeren Körper denken, bis hin zu einem Säugling. Aber es bleiben doch nur Informationen, du formst doch nur deine Informationen um. Ist das so schwer zu akzeptieren, dass man sich dann als dir denkt? Wir haben übrigens Sepp haben wir gerade gehabt. Das zum Schluss. Ganz einfach zum Schluss. Ich all nichts, Licht ein, eben Expen herausgetretene Polarität, da sind wir schon drauf eingegangen, nur ein flackerndes Licht, eben jetzt, Zepp, auftauchen, eben jetzt, schwimmen, auf der Wasseroberfläche schwimmen, das ist eine Gedankenwelt. Ja. Tanz, Wachraum, Zelle, ein Schatten, der geboren wird. Englisch, existierende Gestaltwertung. Und wer hat es gemacht? Wer hat es gemacht? Der es sich ausdenkt. Immer. Ist übrigens auch für Tel Aviv ganz interessant. Das heißt, schreibt sich Abib. Ja. Das ist Tel. Tel, dieses Tel ist ein Trümmerhaufen. Im Hebräischen schreibt sich das nicht DL, sondern nur so. Das ist ein Hügel, Tel Aviv ist eine neu entstandene Stadt. Das ist ein neu entstandener Hügel, ein künstlich aufgeworfener Erdhügel. Und Abib ist in mir. Das ist Tel Aviv. So.
So, jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt lassen wir es wirklich gut sein. Vordersprache, leichte Sprache. Tiefe Sprache. Das ist alles in dir drin. Du kriegst es, das ist es. Wenn du was vollkommen Neues willst, vollkommen neu, muss es in dir auftauchen. Was für Physiker, wenn wir uns jetzt welche ausdenken, jetzt muss ich das nochmal kurz sagen, egal wen, zum Beispiel Max Planck, Mendeleev, der versucht irgendwie was zu ordnen in seiner Welt und dann taucht ihm plötzlich auf, das könnte so und so sein. Ja. Das wird ja dann irgendwann einmal, wenn da welche viele nachplappern, ist ja so die Welt unabhängig draußen existieren, was schon war, was draußen gar nicht existieren kann. Wannmechanik kann draußen nicht existieren. Wassermoleküle können im Mesokosmos in der normalen, ausgedachten, ziemlich wahrgenommenen Welt gar nicht existieren. Es sind Hirngespinste. Und die müssen ja in dem auf, in irgendeinem muss das ja auftauchen, dass es so ist. Jetzt können wir sagen, das ist Gott. Es kommt aus Gott, aus UB. Aber da ist der Weg nicht ganz verstanden, weil das etwas in jemanden auftaucht, was er vorher nicht gewusst hat, erfordert zuerst einmal jemanden, der erschaffen wird. Wer erschafft diesen jemanden jetzt? Doch du. Es ist doch schon eine Vorstellung, dass ich mir den ausdenke und ich bestimme jetzt, dass in dem ein Gott drin ist, wo das auftaucht. Ein ausgedachter Gott ist kein Gott. Und das Ganze wiederum kommt aus mir. Und jetzt bin ich dann voll im roten Bereich. Und jetzt lassen wir es gut sein. Dankeschön, danke. Immer noch eine Runde Leben. Ich und du. Ritter und Udo kann nicht mitspielen, weil die jetzt dann weg sind. Klatsch.